In 10 Tagen ist Weihnachten, aber schon jetzt gibt's die Geschenke. Wetten das? Wir packen aus. Sir Elton John, Anke Engelke, Vitali und Wladimir Klitschko, Maximilian Schell, Destiny's Child, Robbie Williams, Paul McCartney und Heather Mills. Vom Umtausch ausgeschlossen, aber trotzdem nett verpackt. Hier ist Thomas Gottschalk. Dankeschön. Und das Erzgebirge grüßt. Dankeschön. Und ich grüße Deutschland, Österreich und die Schweiz aus der Messehalle 1 in Dresden. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Messehalle 1, gut gefüllt. An dieser Stelle wollte ich eigentlich auch Ministerpräsident Biedenkopf begrüßen, aber die Freikarten waren schon alle weg. Er ist nicht da, aber auf jeden Fall freut mich, dass Sie zu Hause da sind. Wir haben eine Menge vor, deswegen machen wir zügig. Und wir haben natürlich auch heute wieder unsere Stadtwette. Sie erinnern sich, wir haben beim letzten Mal in Böblingen ja eine Stadtwette gehabt, die relativ problematisch war. Wir haben viele, viele Gäste bekommen, die dann auf den Marktplatz gekommen sind. Wir konnten sie gar nicht alle zeigen. Heute dürfte es uns eigentlich gelingen. Ich habe auch einen Fachmann für Dresden, der sich auskennt. Er war der Mann, der mir zum ersten Mal die Stadt gezeigt hat. Er hat extra für mich in der Semperoper den Fidelio gesungen. Sie kennen ihn alle, Gunther Emmerlich. Thomas, grüß dich. Grüß dich. So. Ich bin heute Abend der Tenor, du der Bass. Du weißt, die Bässe sind wichtig. Du bist der Bariton eigentlich. Du hast ja schon auf großen Plätzen den Papageno gesungen, wie ich weiß, in Berlin. Mit mittlerem Erfolg. Heute aber bist du der Chef im Ring. Du hast nämlich folgende Aufgabe. Natürlich haben wir überlegt, was machen wir in Dresden? Was bietet sich an? Eine wunderschöne Stadt, das weiß man. Also deswegen wollte ich sie dir damals auch zeigen. Du hast es gezeigt, ja. Und du hast mich überzeugt. Wir haben gedacht, was machen wir? Ich meine, der Stollen drängt sich auf. Wir haben vielleicht gedacht, wir lassen die Dresdner Bin Laden in einem Stollen einpacken. Aber nichtsdestotrotz, nichts Politisches, sondern eine schöne weihnachtliche Wette. Du kennst sie nicht? Ja, pass auf. Ich wette, dass es Dresden nicht schafft, bis zum Ende der Sendung die Silhouette der Frauenkirche auf dem Theaterplatz vor der Semperoper mit Kerzen oder Teelichtern zum Leuchten zu bringen. Dazu werden nach unseren Schätzungen ungefähr 5000 Kerzen nötig sein. Hier ist dieser wunderschöne Platz. So, natürlich wirst du ausgeliefert, Gunther. Das heißt, dass du jetzt, bitteschön, hier ist unser Auto. Das müssen nicht ein paar Kerzen sein, können auch Teelichter. Wir werden es gleich nochmal beschreiben. Ich zeige euch nämlich die Frauenkirche, wer sie nicht kennt. So, das Auto übrigens nicht vergessen, gewinnt am Ende der Staffel eines unserer Clubmitglieder. Und das zum Beispiel wäre hier so die Umrisse. Das Logo der Frauenkirche. Also so sieht sie aus für alle unsere Zuschauer, die es nicht können. Und dieses Bild wollen wir am Ende der Sendung mit Kerzen sehen. Ich habe schon gesagt, in Böblingen kamen also viele anmarschiert mit grauen Anoraks und wir wollten ja Mädchen in Bikinis und hat man wegen der vielen Anoraks die Bikinis nicht gesehen. In diesem Falle also heute kommen Sie bitte nur, wenn Sie wirklich mitmachen. Also wenn Sie Kerzen dabei haben, Teelichter, Weihnachtskerzen, Osterkerzen, völlig egal, aber Sie werden nur reingelassen, wenn Sie die Kerze dabei haben, wenn Sie sagen, ich habe einen Ständer, reicht das nicht. Also das heißt, auf jeden Fall Kerzen, buntes Lichtermeer am Ende und man kann auch mit ganzen Packungen kommen. Selbstverständlich, was auch immer leuchtet, bringen Sie es mit. Mhm. So, gut. Wir schätzen ungefähr 5000 Kerzen, aber wenn jeder 10 Kerzen mitbringt, kriegen wir das vielleicht bis zum Ende der Sendung hin. So, wie ich die Dresdner kenne, klappt das.
Es wäre ein schönes und ein weihnachtliches Schlussbild. Wir würden es gerne in unser großes Finale einbauen. Und dann lassen wir Dresden leuchten. Das tut ja aber ohne uns ohnehin. Deswegen, bitteschön, jetzt geht's ab. Wir sprechen uns am Ende der Sendung wieder. Und zwischendurch schalte ich mal raus, wie die Sache läuft. So, Großraumwagen haben wir für dich gewählt. Beim ZDF bitteschön. In der zweiten Reihe. Zweite Reihe. Gunther, Davos, bis dann. Bis später. Stadtwette, Dresden leuchtet. Jetzt mein erster Gast. Es gibt eine Menge Frauen in Deutschland, die Talent zur Comedy-Karriere haben, aber leider gehen die meisten davon in die Politik. Sie hat Gott sei Dank die richtige Kurve gekriegt. Hier ist Anke Engelke. Als hätten wir es geahnt. Er ist so abgesprochen, Thomas. Nein. Du hast mir das Kleid nachgekauft. Haben wir den gleichen Schneider, aber du siehst besser drin aus, muss ich zugeben. Vielen Dank. Ja, und die spitzen Schuhe. Spitze Schuhe, du die runden, ja, jetzt weiß man nicht, was der Trend ist. Wo geht er hin? Keine Ahnung. Wer entscheidet? Du entscheidest. Also der Gottschalk oder die Engelmann? Modisch habe ich aufgegeben, aber ich habe einfach so gedacht, ein bisschen in weihnachtlicher Grundstimmung. Apropos Weihnachten, so junge Menschen wie du, machst du überhaupt noch Weihnachten? Also bist du noch mit dem Gestörten zusammen, sag mal? Ja, da bist du aber ungefähr ein halbes Jahr hinterher. Malibu ist doch hinterm Mond, Schatz. Ne? Nein, ich heiße ja immer Namen. Es hieß ja, es ist hin und her und zurück. Nein. Ich frage nur wegen Weihnachten, weil ich möchte ja, dass du auch ein bisschen so mit Tannenbaum und Krippen... Ist alles. Tannenbaum, Familie, Backen, Kochen... Übergeben, auch wenn man es übertreibt, gehört dazu, Tommy, ne? Müssen wir offen reden. Geschenke, ja. Geschenke so ein bisschen weniger. Ich bin mehr so die sozialkritische Mutter, die sagt, Geschenke verderben auch ein Stück weit den Charakter. Aufpassen, auch mal was selber basteln. Was dann meistens nicht so gut ankommt. Aber ich achte darauf, dass es irgendwie ein schöner Dezember ist. Und das ist es auch. Und mein Weihnachten ist ja jedes Jahr eher dann so, findet im Fernsehen statt, zwei Tage vor Weihnachten, danke Anke. Also ein richtiges Weihnachten gibt es dann immer für mich im Studio. Auch. Letztes Jahr gab es Ärger bei uns mit der Krippe. Wir haben eine schöne Weihnachtskrippe aufgestellt, so am Boden, so mit Stroh. Und wir haben zwei Katzen, die eine hat das Jesulein immer verschleppt. Ah ja, okay. Ja, also jedes Mal, Mamas Jesulein ist wieder weg und hat die Katze das irgendwie unter das Bett getragen, aber wir haben es jedes Mal wieder gerettet. Und ich habe auch eine Krippe, aber da sind die Figuren so sperrig, da kann man nichts verlieren, da kann auch nichts verschwinden. Und was dazu kommt, ich habe gar keine Katze. Das hilft natürlich. Mhm. Kannst du auch gar nicht... Weil du bist so oft unterwegs und du hast natürlich so viele Termine, Haustiere gehen bei dir gar nicht. Bist du oft daheim? Ich hätte gerne Haustiere, aber ich hätte gerne so ein Tier, das auch mal ein bisschen im Haushalt hilft. Wo gibt's das schon? So eine Katze, die auch mal ein bisschen abwäscht, ne? Die mal ein bisschen sauber macht, die auch mal ein bisschen fragt, na Mutti, wie geht's? Weißt du? Aber wo gibt's denn so ein Tier, das auch mal kuscheln will und wenn man keine Lust zum Kuscheln hat, das man auch wegschicken kann? Das gibt es nicht, das muss erst erfunden werden. Also ich bin überzeugt, es gucken einige zu, die für dich auf jeden Fall die Wäsche und das Geschirr waschen wollen. Die aber auch schnurren und mal Gassi gehen wollen? Man weiß es nicht. Solche Männer gibt es, man muss sie nur finden. Mhm. Meine Frau hat einen gefunden. Ach ja. Ja. Und ihr kennt euch auch? Eben. Und ach so. Komm auf Platz. Freunde, da bin ich aber jetzt kurz mal. Du warst gerade aktiv und es gibt ein neues Werk von dir. Mhm. Wir sind auch stolz, einen kleinen Ausschnitt vorzustellen. Ihr seid auch die Ersten, die das gesehen haben. Ja. Und ihr habt euch doch beömmelt vor Lachen, Tommy, aber oder? Ja. Ich denke, ihr lacht jetzt alle noch. Und man merkt auch immer wieder, das Luder ist begabt. Das Luder? Das werden wir gleich feststellen. Also wir haben hier einen kleinen Ausschnitt aus Ladykracher. Da spielst du viele Frauenrollen? Ganz viele Frauenrollen. Also es ist diesmal nicht nur eine Rolle wie bei der Serie, da war ich ja so eine Moderatorin rund um die Uhr. Und jetzt in der neuen Reihe wollten wir wieder so mehr verschiedene Sachen machen. Ich hatte auch Lust, wieder verschiedene Sketche zu spielen mit einem hervorragenden Ensemble, mit einer ganz wunderbaren großen Gruppe. Und ich verzichte aber im Gegensatz zur Wochenshow
Wobei ich da auch immer wieder bin, auch jetzt dann im Januar wieder, am 5. Januar. Aber in der Wochenshow war es ja mehr so Perücke und Parodien bekannter Leute. Und das wollte ich diesmal nicht so machen, sondern viele verschiedene Rollen spielen, in denen sich Menschen auch wiedererkennen. Also es sind so mehr die Alltagssituationen, ein bisschen auf die Spitze getrieben, gut beobachtet, manchmal ein bisschen bös, manchmal ein bisschen albern und sehr krank. Dann machen wir jetzt also Stichwort China-Restaurant aus Lady Kracher. Sehr gerne. Anke Engelke. Ja. Hast du schon mal bestellt? Hast du schon mal Essen bestellt und deine Straße sagen müssen? Wenn du sowas siehst, sagst du hinterher, ach, da gefalle ich mir nicht, hätte ich anders machen sollen. Wie siehst du dich selber im Fernsehen? Eher kritisch? Ja, sehr kritisch. Aber ich bin das ja gar nicht. Also sobald es ein Text ist, den jemand geschrieben hat, sobald Maske und Kostüm an dir dran waren und so ein Riesenteam, bist du es ja gar nicht mehr selber. Und sobald es auch mehr als einmal machst, ist es auch sehr von dir entfernt und du reproduzierst. Und es ist ja zum Teil auch sehr technisch, was da so abläuft. So lustig, dass das daherkommt. Aber ich bin ja normaler Fernseher. Also ich säße ja jetzt eigentlich auch zu Hause und würde mir Wetten, das angucken und würde sagen, was hat er an? Ich würde sagen, der Tommy heute, ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie er das heute macht und so weiter. Also ich wäre so, wenn wir jetzt ein Paar wären, dann würde ich so hier mit Chips und Bier wahrscheinlich vom Fernseher sitzen. Machst du so spontan? Machst du so spontan? Aber wenn du, dann müsstest du meinen Mann spielen, müsstest du meinen kölschen Mann spielen. Das kann ich mir vorstellen. Wollen wir Wetten, das gucken? Ja, müssen wir Fernbedienung mal zu naschen. Wobei, ich muss ein bisschen aufpassen, Liebelein, ne, mit den Kalorien. Ne, kannst du gleich auf die Hüften schmieren, was du hier hast. Dann wollen wir mal ran. Okay, dann lass mal gucken. Ne? Sitzen wir hier gemütlich. Engelchen, ich nenne dich Engelchen. 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 Ein bisschen mehr Goldlöckchen. Engelchen. Guck mal hier, Löckchen. Heute gucken wir mal, wer denn das? Der Domingo Placito ist doch da. Der Placebo ist doch da. Den gucke ich ja so gerne, hör mal. Du, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe das gelesen gestern. Der ist ja umgefallen in der Oper. In Mailand, wo er am Singen ist, habe ich gelesen. Ja, sicher, der hat einen Schwächeanfall gekriegt. Ach du lieber Gott, da machen wir aber keine Witze über schwache Männer. Ja, das ist aber. Ich meine, schau mal her, nur wenn ich im Betrieb sage, ich habe einen Schwächeanfall, dann lachen die doch. Opernsänger, die kriegen einen Schwächeanfall, dann fällt er. Wobei ich sagen muss, also wenn der Domingo umfällt, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber der andere, der Pavarotti, ich meine, wenn der von der Bühne brettert, dann gibt den Krach, macht er das halbe Orchesterplatz. Da gibt es einen Riesenkatastrophe im Orchester haben. Hör mir auf. Hör mal. Der Placito ist umgefallen. Ja, sicher. Ja. Nee. Aber wir gucken trotzdem, dann machen wir den Ton weg, wenn nachher der Roberto Williams kommt. Machen wir den Ton weg und dann machen wir die Platte vom Placebo. Ne? Gute Besserung, Placebo, falls du uns siehst. Geht es dir richtig schlecht oder ist es? Nein, also erstmal ohne Blödsinn. Es ist wirklich so. Domingo ist ein unglaublich fleißiger Mensch, brettert in der Weltgeschichte rum und er war tatsächlich in Mailand, er war im Anmarsch und er hat einen Schwächeanfall bekommen, muss sich schonen, sehen wir ein. Wir haben hoffentlich Ersatz für ihn gefunden, er lässt sich entschuldigen. Er ist einer, der sich nicht drückt vor der Arbeit, das wissen wir. In diesem Fall aber muss er sich erholen, aber wir haben andere Geschichten in der Sendung. Ich kann auch schön singen, oder was? Zum Beispiel, du kriegst eine Chance später, Anke, du kriegst eine Chance später. Jetzt kriegen Sie Ihre Chance zu Hause. Auch wir haben wieder unser Zuschauerspiel, das heißt, Sie können mittippen. Wer wird Wettkönig? Das heißt, Sie müssen erst alle Wetten verfolgen, um dann zu sagen, es wird meiner Meinung nach dieser oder jener Kandidat. Und dann können Sie 100.000 Mark gewinnen, die Sie allerdings, wenn Sie richtig tippen, mit dem Wettkönig teilen müssen. Unsere Nummer 0137 20 30 600, Österreich und Schweiz 0049 137 20 30 600. Und wir kommen zu unserer ersten Wette. Kannst du Billard spielen? Nein. Pass auf. Ich habe es mal versucht und es war ein großes Hallo, als ich jedes Mal diese kleine grüne Decke da auf dem Tisch kaputt gerissen habe. Danke. Wir werden dir heute zeigen, wie es geht. Außerdem hat er eine blaue Decke. Er heißt Wolf Barke, kommt aus Bochum und wettet, dass er auf einem Billardtisch mit einer Billardkugel 10-Euro-Münzen in ein Glas schießen kann. Dafür hat er 90 Sekunden Zeit und er wird mit dieser Kugel den Euro überhaupt nicht berühren. Wie er das schaffen will, werden wir gleich sehen. Hier ist Wolf Barke. Das ist Assistent Frank. Wolf, wenn man an deinem Hemd sieht, bist du offensichtlich dem Billard mehr verbunden als andere. Das ist ein Verein, richtig? Schalke kennen wir natürlich alle vom Fußball. Das ist ein Billard.
Billardabteilung gibt, war bisher nicht bekannt, zumindest mir nicht. Ist auch nicht mit dem FC Schalke verwandt, also BC Schalke, Billardclub Schalke. Und haben mit dem Fußballverein also nichts zu tun. Kommt natürlich dann auch aus Gelsenkirchen, Stadtteil Schalke. Und da sahen wir uns halt verpflichtet, auch den Namen anzunehmen. Steht ihr in der Liga gut da? Gibt es auch so Ausscheidungen, Meisterschaften? Ja, es gibt also auch Ligaspiele, genau wie beim Fußball, sind da auch in mehreren Ligen vertreten. Und da sieht es also auch sehr gut aus. Wir sind im Moment die ersten vier Mannschaften, alle auf Platz 1, werden also dort überwintern und ich denke mal, das ist eine ganz gute Ausgangsposition. Männer, die Billard spielen, sind die besonders nervenstark, besonders ruhig, besonders cool? Ich denke mal, von allem etwas, der eine weniger, der andere mehr, aber ich denke mal, wir sind schon recht ruhig. Wir werden heute eine ruhige Hand brauchen. Ich darf Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme an, Frank ist Kollege und... Genau, wir spielen noch in einer Mannschaft, beide in der ersten. Also ihr spielt beide besser als ich? Das müssen wir mal austesten. Das ist der neue Euro. Schauen Sie mal, ich lege ihn mal hier aus. Er wird uns ja jetzt noch öfters begegnen und er wird zum ersten Mal jetzt an einer Wette teilnehmen. Wenn ich den mal hier hinlege, dann zeige ich Ihnen ungefähr, was er vorhat. Und ich gehe mal davon aus, dass es mir nicht gelingt, aber nur damit Anke sieht, was gemeint ist. Anke, passt du auf? Ja, ich passe auf, ich passe auf. Gut, pass auf. Ich bin aber plötzlich rot-grün blind. Ist das nicht sonst grün? Mhm. Das Ding ist blau. Was frisst du meine... Ach so, du sollst nicht naschen, du sollst ja aufpassen. Mhm. Also, ich schieße jetzt hier die Kugel an die Bande und dann sollte eigentlich sich da vorne dieser Euro ins Glas bewegen, was er bei mir nicht tut, was aber auch wurscht ist. Wolf, du behauptest bei dir... Springt er ins Glas? Das wollen wir hoffen. Das möchte ich auch hoffen. Es ist die weiße Kugel weg, aber die findest du wieder. Ich wollte gerade sagen, ich komme wieder raus. Dann bitte ich, geht in eure Positionen. Anke, ich frage dich, tippst du, dass sie es hinkriegen oder glaubst du eher nicht? Ich glaube ganz stark an die beiden. Ich glaube, dass sie es schaffen. Das ist mutig. Das Publikum soll es auch gerne sehen. Wenn Sie es nicht schaffen, Anke, habe ich mir Folgendes für dich ausgedacht. Künstler spielen ja gerne irgendwelche Rollen im Fernsehstudio und dann gehen sie zum Chinesen. Aber mit der Wirklichkeit haben sie es dann nicht so am Hut. Anke, mein Einsatz für dich wäre, wenn du deine Wette verlierst, wenn du dich vertippst, müsstest du in irgendeinem Pizzaservice oder beim Chinesen wirklich mal einen Abend lang die Bestellung aufnehmen und dann kannst du zeigen, was du kannst. Ja. Wirkliches Leben nennt man das. Sehr gerne. Gut, okay. An Wolf liegt es, das zu verhindern. Anke glaubt an dich. 90 Sekunden Zeit, 1,5 Minuten. 10 Euro müssen drin sein. Ihr seid soweit? Ja. Und ich sage, top, die Wette gilt. Hoppala. Da sieht das schon sehr viel einfacher aus. Aber er kämpft gegen die Zeit. 80 Sekunden für 8 Euro. Das heißt... Jede 10 Sekunden eine. Das macht er aber jetzt ganz elegant. Wenn jeder reingeht. Ah, siehst du, man soll es nicht beschreien. Eine Minute Zeit für 6. Und noch 5. Halbzeit bei 50 Sekunden. Na, jetzt ist er schon eins drüber. 60 Pfennig wollte gerade sagen, aber es sind ja eben Euros. 44 Sekunden für 3. Mein Lieber, heute bist du aber gut, du. Ja. Ja, das ist... Macht Anke. Ah, schon geht's drüber. Immer wenn du mich lobst. Nein, konzentrier dich. Du hast noch genau 10 Sekunden pro Euro und jetzt kannst du wirklich Zeit lassen. Sieht gut aus für diejenigen, die chinesisches Essen bestellen wollen. Anke wird wahrscheinlich nicht da sitzen. Denn er hat noch 15 Sekunden für 1 Euro. Und jetzt Countdown. Ist er drin? Ja. Darf man nicht wahrscheinlich. Darf man nicht. Oh je, oh je, Entschuldigung. Man sucht in meinem Alter jede Gelegenheit zu sitzen, aber in dem Falle ist das gegen die Regeln des Billards. Man wird nicht jünger, ne? Anke, du hast Glück,
Und die Leute, ja, die Chinesisch aber essen sehr wollen, sehr großartig. Ich muss auch gestehen, dass wir kurz vorher uns ausgetauscht haben. Die waren so entspannt. Ja. Das war abzusehen. Das ist es leider, was mich manchmal bei der Sendung fast ein bisschen ärgert, wenn man die Proben miterlebt. Wenn man sieht, was hier daneben gehen kann. Was da manchmal wirklich für Verzweiflung ist, so einen halben Tag vor der Sendung. Und schauen Sie mal, wie genau das funktionieren muss. Wir zeigen mal in einer, ja Mensch, mit mehrfachem Überschlag. Du knallst also gegen diese Bande, die sich offensichtlich dann so verformt, dass es irgendwie... Ja. Die wird zusammengedrückt, bildet dadurch einen Bogen und katapultiert die nach oben. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Hast du das irgendwie gemerkt? Lag da dein Gebiss und ist weggeflogen? Oder ist, glaube ich, noch alles da. Ja, ich sehe es auch, ja. war bei Trickstoßweltmeisterschaften im Fernsehen mal beobachtet. Ja. Ich weiß nicht, ein Engländer oder ein Amerikaner hat es mal mit einem Geldstück gemacht. Mhm. Und dann kam mir die Idee halt, das mit mehreren Geldstücken irgendwie auf Zeit und haben es ausprobiert und hat hingehauen. Zwei Sätze zum Privatleben. Bist du in festen Händen? Hat man gar keine Zeit für Mädels, wenn man nur Billard spielt? Wie ist das? Doch, das geht. Also ich bin auch verlobt. Ich sitze auch im Publikum. Stolz auf dich? Denke ich mal, ja. Ja, mit Recht. Ja. Wolf, schön, dass du da warst. Ich bedanke mich und wir sehen uns natürlich am Ende in unserer großen Runde, wo es um den Wettkönig geht. Danke, Frank. Tschüss, Wolf. Wenn Sie jetzt vor dem Fernseher sitzen, möchte ich fast sagen, haben Sie großes Glück. Sie sehen nämlich jetzt etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe das Musical bereits gesehen. Und Sie sehen jetzt als Erste im Fernsehen überhaupt einen Ausschnitt daraus. Der Erfolg hat nämlich ein großartiges Musical vom Broadway direkt in den Hamburger Hafen geschwappt, wo jahrelang die Katzen von Cats gemiaut haben, fauchen jetzt dort die Löwen. Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack auf ein großes Musical-Ereignis. Vorhang und Käfig auf für Disneys König der Löwen. Wenn ich sehen kann, mehr zu tun, so viel mehr zu verstehen. Das Leben hier ist ein Wunder. Alles neu, alles entlang und weit. Und die Sonne sieht leis, wie ein goldener Kreis wird groß und klein. In die Ehe. Yeah.
will ihr alles sagen, doch wie soll sie's verstehen? Ihr sagen, was geschah, ich kann es nicht, ich weiß, dann wird sie gehen. Ist ein Geheimnis, das er für sich behält. Warum will er nicht sein, was er doch ist, ein König dieser Welt? Kann es wirklich Liebe sein? Spürst du sie überall? Angeheizt im Schutz der Dunkelheit, Liebe ist erwacht. Und wenn es wirklich Liebe ist, dann fühlt er wie ich. Jetzt weiß ich, wo ich zu Hause bin, denn nun hab ich dich. Das Musical Der König der Löwen. Herzlich willkommen. Das nicht was Wunderbares? Herzlichen Dank. Mein Lieblingselefant. Hi, darf man streicheln. Schön, gell? Ja, macht Spaß. Gerd hat einen großen Haufen gemacht hier. Nein, können wir in dem Falle... gibt schon Ärger. Das Ganze, wie gesagt, ein wunderschönes Musical und in diesem Fall mache ich wirklich gerne Reklame dafür. Es ist ein Genuss und alles, was Sie heute hier in dieser Sendung sehen, können Sie natürlich sich genauer angucken unter unserer Servicenummer vom ZDF. Die Info zu allen Künstlern, die heute auftreten, ist hier 0190 25
0150 und natürlich auch Informationen zum König der Löwen. Und wie das in Königshäusern üblich ist, wurde natürlich auch der Hofkapellmeister des Löwenkönigs geadelt. Dies hat die englische Königin persönlich getan und ich bin sehr stolz, dass er bei uns ist. Von ihm stammen die beiden Superhits, die wir gerade gehört haben. Herzlich willkommen in Dresden. Welcome, Sir Elton John. I hold it for you, huh? I hold it, yeah. Also zuerst muss ich wirklich alle, die hier sind, aus Hamburg vom König Löwen gratulieren. Sie sind unglaublich, sie haben so viele Karten verkauft, die Aufführungen sind fantastisch. Ich bin ganz, ganz stolz auf dieses Ensemble und ich möchte Ihnen alles Gute wünschen. Ich bin sicher, dass Sie viele, viele Jahre in Hamburg auf der Bühne sein werden und ich bin auch sehr stolz darauf. Ich bin sehr stolz auf euch und auf das Musik. So, wir haben ein kleines Geschenk für die Crew, für die Cast-Members. Here I'd like to present ja, to the cast members in der Tat ein kleines Geschenk, das ich hier überreichen darf. Und zwar ein Stück von Can You Feel the Love Tonight, wo ich das komponiert habe. Ich gratuliere noch einmal. Ich bin ganz stolz drauf. Und wer bekommt das Rafiki. Jetzt? Rafiki, wo bist du? Oh, hat den weitesten Weg, also vorne. Er nimmt's mit, hängt euch auf die Bühne. Okay, danke schön nochmal. Thank you very much. Der König der Löwen. John, Anke Engelke, aha, please. So, er hat gesagt, er würde gerne sein Mikrofon behalten. Wir werden uns also jetzt nicht mit Dolmetschern aufhalten. I try my best English and I just want to know some mein bestes Englisch. It must be a beautiful feeling for you if you see your music just coming to life in such a wonderful way. So siehst, wie sie hier vor mir. Es ist in der Tat ein tolles Gefühl. Ich stand hinter der Bühne. Ich habe gehört, was die gerade gesungen, wie sie gespielt haben, wie sie getanzt haben. Und jedes Mal, wenn ich die sehe und höre, Can You Feel the Love Tonight, Circle of Life, da läuft es mir kalten Rücken runter. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mit so einer fantastischen Produktion zusammen bin. Of course I was shocked as everybody else when I heard ich habe mit Entsetzen gehört, dass du keine Platten mehr aufnehmen willst. Ist das nur ein Gerücht oder wolltest du nur deine Zuhörer schockieren? Ehrlich gesagt, ich wollte die Plattenfirma schocken. Also die wollte ich schockieren. Nein, ganz ehrlich. Ich promote jetzt gerade diese Platte. Es dauert ein Jahr, eineinhalb Jahre, um dies richtig zu machen. Und bei meiner nächsten Platte bin ich dann 55 oder 56. Ich weiß nicht, ob ich dann noch so viel Energie habe. Ich werde sicherlich noch eine Platte aufnehmen, aber vielleicht nicht mit dem gleichen Promotion. I'm returning as Tough K. Yeah. Tough K. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass es andere Verrückte gibt, die sich auch mit 50 und darüber hinaus noch unterhalten. Naja, so bin ich eben. Also, ich mag meine Schuhe hier, meine Stiefel. Und du siehst wirklich toll aus, Thomas. Ja, weiß ich. Echt gut drauf. Ich habe immer schon versucht, Donatella Versace in meine Show zu kriegen. Könntest du ja, natürlich, das mache ich. Ich sage ihr, dass sie kommen soll. Sie soll es tun. Ja, wir machen mal. Toll behandeln. Tolle Musik. The woman came out. Ja, natürlich, absolut. Und du bekommst noch ein paar Kleider umsonst. Natürlich werden wir Musik von ihm hören. Wir lassen ihn nicht gehen, ohne dass er singt. Und er muss auch für mich was ableisten. Es gibt natürlich wieder eine Wetten, das LP Love Songs. That's our new shoes record and of course you're on it. Er wird unterschreiben und ich bin überzeugt, CD dass wird sich jemand bei uns darum reißen, so einfach
Ja, wir haben uns einiges heute. Oh, der schmiert ein bisschen. Na, ist in Ordnung. Na? Da. Okay, da. Na, da. Der Mann spricht perfekt Deutsch. Dankeschön. Elton. Okay, should you get ready for your performance? I will. Ja, mach okay. Ich bereit. Also, jetzt geht's los. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Always a pleasure. Gerne hier. Schönes. John, danke. Immer ein Vergnügen. So. Ja. Großer Elton John, hätte ich auf die Knie fallen müssen? Elton John, nein, das ist ein netter Kerl, ne? Sehr nett, ja, er riecht ja. Sehr gut. Riecht angenehm, ja. Das war ich habe so weit rüber gerochen hier. Nee, ja, ich kann das schon unterscheiden. Kannst du unterscheiden, ja? Du hast mir so ein. Animalische, das Leder. Das Jackett riecht so ein bisschen nach Leder, aber. Dass da unser nächster so. Gast, dass da unser nächster Gast nichts davon erfährt. So, der kommt nämlich jetzt. Und ich glaube, er gehört zu den 10 bekanntesten Persönlichkeiten in unserem Sonnensystem. Er hat heute extra, nicht heute, aber sich vor ein paar Monaten verlobt, damit er nicht alleine kommen muss. Er bringt seine Verlobte mit, darauf bin ich sehr stolz. Sie geht nämlich selten ins Fernsehen, bei uns traut sie sich, außerdem wollte sie Anke mal kennenlernen. Hier ist das junge Paar. Lady Heather Mills und Sir Paul McCartney. Es hört nicht auf, Paul. Es hört nicht auf. Gott sei Dank. Das ist gut. Sehr gut. Ja, ja. Bitte. Wie ist es, wenn man seinen Mann eigentlich mit der halben Welt teilen muss? Das ist noch nicht mein Mann bisher. Aber wir sind doch auf dem nächstes Weg. Nächstes Jahr erst. Ja. Ja. Ja, wir sind verlobt. Ja, man soll den Abend nicht vor McCartney loben. Also, ja, ich habe genug Zeit mit ihm zusammen. Das reicht. Und ich bin überzeugt, er verbringt die Zeit sinnvoll. Paul, also, Driving Rain, neues Album. Zusammen zufälligerweise mit dem Kollegen Mick Jagger von den Stones. Und die Kritiker haben sich, was dich betrifft, sehr, sehr positiv geäußert. Das ist ja aus zwei Gründen interessant. Erstens sind Kritiker, Musikkritiker heute 30 Jahre alt. Und haben aus einer völlig anderen Sicht heraus ihre Meinung. Und viele sagen, du warst lange nicht mehr so gut wie heute. Hat das mit ihr zu tun? It must be, yeah, she ja. Must be to blame, yeah. Ja, sie muss die Schuld dafür auf sich nehmen. Ja. Und gefällt dir sein neues Album? Ich finde es toll. Ich finde es super toll. Es ist unglaublich gut. Und ja, ich sollten alle kaufen. Aber ein scheiß Foto da vorne drauf, sag mal das. Der auf Rubber Soul sah so gut aus. Was ist denn das für ein verwischtes Space-Foto da? The photo on the front is a friend of mine gave me a camera watch. Ah ja, das hätte er mal lassen sollen. Eine Kamera-Armbanduhr, die ein Freund mir gegeben hat. Picture of Thomas. So, jetzt mache ich ein Bild von Thomas. Kommt auf mein nächstes Album. Okay. Well, that's good. Yeah. Kein Wunder. Da, gut, ne? Yeah. Oh ja. Da, schon ist das Bild da. Tatsächlich. Und das war's. Das war so ein Bild, das ich mit der Uhr aufgenommen habe. Ein Charity-Album, also was du damit einnimmst, das wird gespendet, sehr anständig. Well, the single. Ja, das ist die Single. Die Single Freedom, das ist für Charity, für die New Yorker Feuerwehrleute, nach dem 11. September. Paul. Natürlich möchte ich und alle anderen Beatle-Fans, glaube ich, in Europa, die heute zugucken, einfach ein paar Worte von dir zu George Harrison hören. Well, you know, it's very sad. Tja, es ist natürlich sehr traurig für uns alle. Für jeden ist es eigentlich traurig, einen solch tollen Menschen wie George zu verlieren.
Wir wussten, dass er krank war, eine ganze Weile sogar. Aber wir wollten den Medien nichts sagen, denn es war ja auch seiner Familie gegenüber eigentlich eher eine Privatsache. Wir haben ihn dann vor ein paar Wochen noch besucht und er war genau derselbe alte George. Er hat gelacht, er hat Witze gemacht. Und das Besonderste für mich war, dass, als wir da zusammensaßen, ich seine Hand gehalten habe, 2 Stunden lang. Und ich habe nachher erkannt, das war das erste Mal, dass ich überhaupt seine Hand gehalten habe. Normalerweise macht man das ja nicht. Also nicht so Männer wie wir, nicht? Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Es war also, wie gesagt, sehr traurig, ihn zu verlieren. Wir werden immer die tollen Zeiten in Erinnerung behalten, die wir hatten. Ich liebe ihn. Ich werde mich immer daran erinnern, als wir Kinder zusammen waren, als wir zusammen in Hamburg waren und als die Beatles groß wurden. Wir hatten wunderschöne Zeiten. Und obwohl wir ihn verloren haben, werde ich mich an diese tollen Zeiten erinnern. Ein wunderbarer Mann. Ich glaube, alle, die dich und die Beatles lieben, können da nur zustimmen. Und du hast auch an einem anderen bewegenden Ereignis teilgenommen. Es war im Madison Square Garden, ein großes Konzert. Wir zeigen einen kurzen Ausschnitt daraus. Es war in New York und Paul war natürlich der Top-Act. Du hast da an dieser Organisation sehr stark mitgearbeitet. Ich habe nach ein paar Interviews gesehen von jungen Künstlern, die mit dir gearbeitet haben, Backstreet Boys beispielsweise, haben dann hinterher gesagt, wie aufgeregt sie waren und wie faszinierend es für sie war, mit Paul McCartney auf einer Bühne zu stehen. Faszinierend, dass auch diese Kids einfach die Beatles immer noch im System haben. Nun, die Jungs, die Backstreet Boys zum Beispiel, NSYNC, die durchlaufen das, was wir damals durchlaufen haben, ganz ähnliche Dinge, also die Bewunderung der Fans und so weiter. Sie kennen also die Geschichte der Beatles und die Beatles waren eine gute Gruppe. Aber ja. Genau. Und ja. So, jetzt kommen wir zu unserer Wette. Singt er manchmal in der Badewanne? Ja, er singt die ganze Zeit. Immer. Mit so einer. Richtig. Vor allen Dingen in der Badewanne. Italienisch, da sind wir bei Domingo. Also, wir kommen jetzt zu unserer Wette. Und das ist was ganz Besonderes. Der 13-jährige Konrad Braun aus Landstuhl wettet, dass er das Buch Harry Potter, der Stein der Weisen, auswendig kann. Das sind 335 Seiten und tausende von Sätzen. Um diese Leistung zu überprüfen, geben wir ihm einen Satz vor, einen willkürlichen Satz, und er muss jeweils die letzten 3 Worte ergänzen. Hier ist Konrad Braun. Konrad, guten Abend. Ja, das ist Konrad, Harry Potter-Fan. Alle sind im Harry Potter-Fieber. Zwischen gibt es einen neuen Film. Die Bücher laufen wahnsinnig. Und ich finde ja, mit Harry Potter ist eigentlich nichts Neues. Ich meine, auf irgendeinem Besen zu reiten und dabei seltsame Sprüche loszulassen, das war bisher die Sache von Dieter Bohlen. Aber jetzt gibt es einen anderen. So. Konrad. Herzlich willkommen. Mhm. Bist du aufgeregt in solchen Fällen oder eigentlich weniger? Ja, schon ein bisschen, aber es geht noch. Es geht noch. Wollen wir erst ein bisschen reden oder willst du erst die Wette hinter dich bringen? Nee, erst ein bisschen reden. Erst ein bisschen reden. Dann erzähl mal, du gehst in die Schule, welche Klasse? In die 6. In die 6. Natürlich frage ich mich jetzt, wie kann das gehen? Hast du das Buch Harry Potter so geliebt, dass du es so lange gelesen hast, bis du es auswendig kannst? Oder hast du es ganz bewusst für Wetten, das auswendig gelernt? Wie kam das? Naja, also das muss man noch eigentlich dazu sagen, dass ich es nicht so richtig auswendig gelernt habe, sondern halt, dass ich halt die letzten 3 Worte ergänzen kann. Ja, und dazu musst du aber das ganze Buch im Kopf haben. Ja, und das habe ich halt, ich habe die Hörbücher zu Hause und das ist dann auch ganz gut, also ist dann ganz gut machbar, weil dann kann man sich auch besser auf die ganze Geschichte und so konzentrieren.
Ja, und auf diesem Wege war es dann, dass ich mal gemerkt habe, dass ich die Kassetten mitsprechen konnte. Und dann habe ich mich mal beworben und dann habe ich es nochmal ganz intensiv geübt. Ja. Respekt, Respekt, Konrad. Sag mal, nun bist du? Ja, wir werden ja, wir müssen ja erstmal sehen, ob es kann. Aber er behauptet. Ich weiß ein bisschen mehr als die, Konrad, aber immerhin. Ja. Nun bist du den ganzen Tag mit dem Rollstuhl unterwegs. Das ist sicher für einen Jungen in deinem Alter nicht einfach. Wie machst du das? Ist das für dich jeden Tag irgendwo ein Moment, wo du sagst, jetzt komme ich da wieder nicht rein, jetzt habe ich da wieder ein Problem? Wie gehst du damit um? Ja, also für mich ist das Alltag und ich komme auch damit klar. Ja. So. Meinst du, ich soll das Ding aufsetzen oder eher weniger? Eher weniger eigentlich. Eher weniger. Ich sehe aus wie der König der Blöden. Hä? Ja. Also weg damit. So. Heieiei, extra schön gekämpft. Also, pass auf. Jetzt werde ich hier meine Brille aufsetzen, damit ich gar nichts falsch mache. Ja. Und ich werde jetzt Paul McCartney nochmal fragen, nachdem er ihn kennengelernt hat. Schafft er es? Könntest du ihn mit Heather gerne besprechen, ja oder nein? What is that? Did you make it? Yes, ja. Yes. Yes. Paul McCartney sagt, er schafft es. Gut. Und ich gebe mal ein kleines Beispiel, wie das aussehen muss. Also pass auf, ich habe hier einen Satz, den musst du nicht beantworten, nur im Kopf. Damit unser Publikum weiß, wie das geht. Also, vielleicht hat es damit zu tun, dass er in einem dunklen Schrank lebte. Jedenfalls war für Harry für sein Alter immer recht klein. Dann müsste er sagen, und dürr gewesen. Es hätte alles Mögliche kommen können, aber von ihm hätte nur kommen dürfen und dürr gewesen. Das war aber jetzt sozusagen, damit Sie zu Hause wissen, wie schwer das ist. Und jetzt sage ich, top, die Wette gilt. Außerdem hatten sie knorrige Holzstöcke, mit denen sie sich, wenn die Lehrer nicht hinsahen, gegenseitig Hiebe versetzten. Richtig! Ja. Und das müssen sie aber noch dazu sagen, dass die ja nicht klatschen sollen. Sollen wieder nicht klatschen, ne? Freunde, also, damit wir hier nicht aus der Konzentration kommen, bitte vielleicht ganz am Ende klatschen. Ich weiß, es reizt und ich lese das auch sehr schön vor, aber bitte trotzdem klatschen Sie jetzt nicht. Erst am Ende, gell? Ja. Aber dann richtig. So. Und Konzentration. Ja. Und dann musst du erst einmal hinfinden. Gringotts liegt nämlich hunderte von Meilen. Unterhalb von London. Richtig. Die ersten Waggons waren schon dicht. Mit Schülern besetzt. Richtig. Dann fang's doch, wenn du kannst, schrie er, warf die Glaskugel hoch in die Luft und sauste. Hinunter gehen, Erde. Richtig. Doch, weil sie über das geheimnisvolle Ding nicht mehr wussten, als dass es gut 5 Zentimeter lang war, hatten sie ohne nähere Anhaltspunkte keine große Chance zu erraten, was in... Kann ich den anderen Satz mal hören? Ja. Den letzten, den anderen hast du ja gewusst, den letzten. Ja. Ein von den beiden musst du wissen, den stellen wir zurück und es kommt jetzt. Du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich nicht mutig genug bin für Gryffindor, das hat Malfoy schon. Getan, schluchzte er. Richtig, getan, schluchzte er. So, jetzt haben wir eigentlich gewonnen, aber der Ehre wegen. Ja. Doch, weil sie über das geheimnisvolle Ding nicht mehr wussten, als dass es gut 5 Zentimeter lang war, hatten sie ohne nähere Anhaltspunkte keine große Chance zu erraten, was in dem Päckchen war. Jawohl! So. Und da sagt man, unsere Kinder können sich nichts mehr merken. Sie wissen ja, dass die Kinderwette außerhalb der Konkurrenz zum Wettkönig ist, was aber nicht bedeutet, dass Kids, die bei uns gewonnen haben, nicht reich beschenkt werden. Ich weiß natürlich aufgrund deiner Harry-Potter-Begeisterung, dass du Zauberfan bist.
Und für dich gibt es folgendes Geschenk. Du fliegst mit deiner ganzen Familie nach Las Vegas und wohnst im Hotel Treasure Island. Leider gibt es dort zwar keine Zaubereulen, aber weiße Löwen und Tiger im Park des Secret Gardens. Und wenn man weiße Tigerbabys sieht, dann weiß der gewiefte Zauberlehrling, die können doch nur von den Zauberobermeistern Siegfried und Roy sein. Du kannst dir die Kunststücke und die Zaubertricks der beiden im Mirage ansehen. Nach der Vorstellung triffst du dann Siegfried und Roy im Backstage-Apartment, wo sie sich auf den Kleinmagier Konrad aus Wetten, das freuen. Simsalabim, hier ist dein Gewinn. Konrad Braun, den lieben alle Frauen. In Ordnung? Das okay? Naja. So. Und nochmal ein Beifall für dich. So. Soll ich das halten? Leg da am Schoß. Ich bring's dir nachher wieder. Okay, ich helfe dir, dass du rauskommst. Hier stecken wir hinten rein das Geschenk. Okay? Ja. Konrad, Dankeschön. Wir sehen uns heute noch. Ja. Auf Wiedersehen. Konrad Braun. So. Jetzt bin ich allerdings in der Zwickmühle. Selten hätte ich mich so gefreut, dass ein Gast seine Wette verliert, wie in diesem Falle. Paul, du hast die Wette eigentlich gewonnen, trotzdem. Trotzdem. Wir wollen ein bisschen Musik von dir haben. Wir hatten uns so was Schönes überlegt. Er muss ran. Ja. Also, ja. Du weißt, dass bei uns viele Dinge ein bisschen anders klingen als im Rest der Welt. Du weißt natürlich als großer Musiker auch, dass Deutschland berühmt ist für seine Blasmusik. Wir haben uns so gefreut, dass du die Wette verlierst. Aber ich freue mich, dass nun der Kollege hier so gut abgeschnitten hat. Nichtsdestotrotz. Wir haben uns Folgendes gedacht. Es gibt den Musikverein Dresden, begabte Bläser und Bläserinnen, die hier mit Trompeten schon einmarschiert sind. Die haben Yesterday eingeübt als Marsch. Wenn du das dirigierst, glaube ich, sind die alle für ihr Leben lang glücklich. Das Dresdner Publikum wird den Musikverein Dresden adeln und ich bin dir ewig dankbar. Bitte, einmal für uns. So klingt es bei uns. Paul macht das. Yes, now, now and... Die werden mich auch gar nicht hören, so einen Krach, wie die machen. Heather. Okay, gentlemen. Solange er es nicht hört, er ist ein netter Kerl. Du hast richtig gewählt. Und ich bin froh, dass er in deinen Händen gelandet ist. Du bist auch in Ordnung. Werdet glücklich zusammen. Und hier ist Yesterday. Paul McCartney und Musikverein Dresden. Once, two, yeah. Große Leistung, Dankeschön und Herr Kapellmeister.
Super, Dankeschön. Dankeschön. Und ein weiterer Beweis, dass das Lied nicht totzukriegen ist. Sehr gut. Ja. Sehr unsagbar gut. Wir haben gerade gehört, die neue Platte wurde eingespielt. Richtig. Und da haben wir geprobt und wir wollen mal sehen. Pass auf, pass auf. Nein, da habe ich eine Überraschung. Ich weiß, dass ihr das könnt. Wir haben die Wahl, den Musikverein Dresden, was ich jederzeit mit euch tue. Aber wir haben auch eine Gitarre. Jetzt würde ich sagen, wir haben unsere Chance gehabt und jetzt kriegt ihr eure. Wir haben nämlich gesagt, wenn, wir tauschen das einfach. Okay, that's a guitar. Ey, es wäre eine Sünde gewesen, Paul McCartney einzuladen. Also, Dankeschön. Entschuldigung, nicht, dass ihr durcheinander kommt. Okay, stummer Ausmarsch oder geht, ihr könnt gar nicht stummer ausmarschieren, gell? Und, na, bleib, du bleibst da, okay? Und. So, nein, okay. Gut, die spielen nie mehr was anderes. Maybe we can do it today. Excellent. Es war vorher excellent. So toll, der Paul hat gesagt, als ihr bei Freedom mit eingestiegen seid, das Publikum hat Musik, das ist bei den Dresdnern kein Wunder. Lasst uns vielleicht, wenn die Chance schon da ist, noch einmal das gleiche schöne Gefühl aufkommen lassen, wie im Madison Square Garden. Und wenn eine Ecke hier, gerade Dresden, ihr wisst, was bedeutet Freedom, und ich glaube, das gute alte Feeling, das immer noch da ist, kann man einfach nochmal aufwecken. Ja, also, gerade wir gehören zusammen vor Weihnachten, Freedom und in diesem Fall Freiheit für alle, Musik von Paul. Thomas. Yes. Ich will noch eins sagen, Thomas. If everybody would help me with this, wenn ihr mir alle helft, Heather, Thomas, everybody, alle. Aber Anke, natürlich. Everybody. Also, bitte mithelfen. You clap your hands. Ihr müsst zunächst mal klatschen. Bum, 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 bum. This is my life, a life given by God, to live a free life, to live in freedom. We're talking about freedom, we're talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. And anyone who tries to take it away will have to answer, 'cause this is my right. And I'm talking about freedom, we're talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Everybody's talking about freedom. Woo! We're talking about freedom. We will fight for the right to live in Vielen Dank für deinen Besuch. Some flowers. Yeah. Oh, beautiful. Always a pleasure. Thank you. Thank you. She's a flower. She's a beautiful flower. Absolutely. Come on, back. Vielen Dank. So, es ist wieder das Gleiche. Er muss in London Heathrow landen. Sie müssen um 9:30 hier raus. Die Nachtflugverbote schaden uns schwer, aber wir lassen ihn ziehen in Freedom. Geh hin und. Okay. So, also, Heather Mills war das. Nettes Mädchen, ne? Eine Mills für Paul McCartney, ein Herz für Kinder. Das ist sozusagen ein Sprung, wie er sich eigentlich anbietet.
Nächsten Mittwoch werde ich die große Spendengala Ein Herz für Kinder für Sie präsentieren. Wir wissen, es gibt viele Kinder in Not, das wird immer wieder betont. Und man neigt dazu, gerade so in der Werbung vor Weihnachten immer die netten Kinder mit den runden Bäckchen zu zeigen. Und wir wissen aber, es ist nicht überall so. Man neigt dazu, immer wegzugucken und zu sagen, ach, lass uns damit in Frieden. Ich glaube aber, dass man das nicht sollte. Ich darf es nicht, Sie sollten es auch nicht. Und deswegen wollen wir sammeln. Mittwochabend. Ein Herz für Kinder im ZDF. Wir sammeln aber nicht nur Geld, sondern auch Geschenke. Diese Aktion wird morgen in Berlin starten und erwartet jetzt jemand, von dem man sagen könnte, mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch hübsche Mädchen. Guten Abend, Carsten Speck. Wo steckst du jetzt genau? Hallo Thomas. Guten Abend und herzliche Grüße von Berlin nach Dresden. Du hast mich gefragt, wo ich mich genau befinde. Ich will dir sagen, ich stehe hier auf dem 52. Breitengrad, genauer gesagt in Berlin, in diesem wunderschönen Sony Center am Potsdamer Platz. Alles schon sehr festlich geschmückt. Ja, auch in Berlin weihnachtet es schon sehr. Und im Hintergrund kann man es schon sehen. Hier wird mordsmäßig gearbeitet, gewerkelt, geschraubt und alles fertiggestellt. Denn morgen soll es hier richtig abgehen. Ein Herz für Kinder und Deutsche Post WorldNet sammeln Geschenke unter dem Motto: Berliner Kinder schicken einen Weihnachtsgruß an Kinder in Bukarest. Und jetzt meine Bitte an euch, liebe Kinder, kommt morgen zwischen 10 und 18 Uhr hier ins Sony Center in Berlin und bringt viele Geschenke mit. Ihr könnt mitbringen, was ihr wollt, nur sie sollten heil und komplett sein, damit die Kinder in Rumänien sehr lange Freude daran haben. Völlig egal, bringt Plüschtiere oder auch euer neuesten Power Ranger, eine gesamte Lego-Station oder eine Barbie-Puppe, die Mama und Papa gleichzeitig sagen kann. Ihr wisst selber am besten, womit man Kindern eine Freude macht. Geschenkpapier braucht ihr nicht mitzubringen. Und auch keine Pakete, denn die werden von der Deutschen Post gestiftet und da werden die Geschenke morgen hineingepackt. Also passen Sie auf, dass Sie dich nicht mit einpacken. Ich werde morgen auf jeden Fall dabei sein, verspreche ich dir, auf jeden Fall, wenn es eine Brotzeit gibt. Also ich komme und ja, ich hoffe, du bist auch da, aber das bist du auf jeden Fall, richtig? So, Thomas, ich freue mich schon sehr auf dich und natürlich auch auf Sie, liebe Eltern und Großeltern und natürlich vor allem auf euch, liebe Kinder. Ich rechne mit mindestens 5.000, also bitte, lasst mich nicht im Stich. Und wenn Sie es, meine Damen und Herren, gar nicht erwarten können und jetzt schon spenden wollen, dann können Sie das natürlich tun. Hier ist sie, die Spendenhotline von Ein Herz für Kinder. 0180-2241-241. Ich wiederhole das gerne noch einmal. 0180-2241 und noch einmal 241. Rufen Sie dort an und Ihre Spende wird noch heute entgegengenommen. Und damit gebe ich zurück zum größten Geschenk, das Wetten, das jemals bekommen konnte. Zurück zu dir, Tommy. Mensch, Carsten, nice. Dankeschön. Also morgen sehen wir uns und ich freue mich natürlich auf morgen noch einmal, damit Sie das richtig hinkriegen. Die Eltern können spenden, das wäre sehr anständig und die Kinder auch, ich weiß noch, wie das ist zu Hause. Da muss irgendein Lego-Technik her und dann ist das Ding gebaut und dann steht es rum und man guckt es nicht mehr an. Oder irgendeine Konsole ist out und die nächste muss her. Wir nehmen alles, was noch funktioniert, was halbwegs gut beisammen ist. Versucht nicht, uns eure angerotzten Plüschtiere zu geben, sondern schaut, dass die ein bisschen, also, naja, die Kinder sagen, den können sie haben und den guten behalte ich. So geht's nicht, Freunde, gell? Und deswegen, also zugucken am Mittwoch und bis dahin bleibt uns gewogen. Wir sehen uns am Mittwoch bei Herz für Kinder und machen jetzt gleich natürlich in Wetten das weiter. Er ist, glaube ich, der erfolgreichste Brillenträger der Welt. Er hat wieder zugeschlagen. Sein 40. Album, ich weiß gar nicht, ob er noch mitzählt, ist auf dem Markt. Er ist nicht zu stoppen und sein Zug auch nicht. Hier ist er mit seinem aktuellen Hit. This Train Don't Stop There Anymore. Elton John. Much to me, I used to be the medic's
German whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning all the time, but this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. To hear it, but I'm dried up and sick to death of love. If you need to know it, I never really understood that stuff. All the stars and bleeding hearts, all the tears that welled up in my eyes, never meant a thing to me. As they say and weep, I never felt enough to cry. I used to be the main express of steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline. I used to be the main express of steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning over time, but this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. Thank you very much. Have a great Christmas, everybody. Thank you. Im nächsten Jahr mit einer Band auf großer Tournee. Dankeschön. Thank you. Elton John. Er muss jetzt los zum Eltenabend, aber wir machen hier weiter. Ganz das Süße. Wir machen wieder Fernsehen. Ja, ach so, gucken, ja. Wir werden das zusammen. Du, das ist ja ganz der Charmeur der Eltern. Das ist ja ganz das Süße. Ach, hör mal auf, ich schalte um. Warum? Ich schalte um, Straße der Lieder. Ich hab was? Das da Schmarrn. Schau denn da, was hat denn der für Jacken an? Der Gottschalk mit seinem blöden, golden Gewandel, der Elton John da mit seiner. Super. Ach, hör auf. Ah, das, und ich das Englische, um. Das ist so gut, weißt du, das tränt und sagt Englisch, der Animal. Ich verstehe kein Wort, aber super. Straße und der, ich sag der Straße der Lieder. Was ist super. Denn das? Ich hab keine Ahnung, was ist das? Hansi Hinterseher, so. Da, die Paldauer, das ist eine Musi, die singen Deutsch. Ich kann's ja, dann sing doch mal was, was die da singen. Ja, kannst du das ja singen mal ein Lied?
Ich soll aber doch. Kannst du es mal, Tommy, wenn sie ins deutsche Fernsehen gehen, dann sollen sie ins Deutsch singen, dann sollen sie daheim bleiben. Na, dieser Zug stoppt hier nimmer mehr, das kannst du nicht machen mit dem Elton John, das kannst du nicht machen. Du, und ich bleib auch dran, du kannst nicht umschalten, ich bleib dran, weil ich noch den Robert sehen will. Den Robert Williams. Wir sind ja so, du, wir kennen uns ja schon. Wir sind so. Ja, ich hab den schon ganz oft, ist ohne Witz. Ja? Ja, ich hab den schon ganz oft getroffen, aber der erkennt mich irgendwie nicht mehr wieder. Soll ich ihm mal ein bisschen so? Du, der hat mir, na, weißt du, das ist ja so, das war ja so, Tommy, weißt du, ich hab ihn im Fernsehen gesehen, da hat er es so gemacht. Bei dem Konzert hast du es gesehen, in London, da hast du es gesehen, da hat er es so gemacht, da hat er mich gemeint. Und weißt du, da hab ich noch gedacht, da, das musst du nochmal machen, das Konzert. Und schwupps, kommst du heute Abend nochmal, gell, okay. Das Konzert. Das ist doch super, der Robert. Ich bring euch zusammen. Also ja, das ist ganz lieb gemeint, Thomas, bleiben, aber du, das ist, ich bin auch über ihn weg. Ich hab das auch nicht nötig, der ruft nicht an, der Kerl, der schickt keine Faxe, keine Blumen. Ich hab das, was? Kannst du haben, den Robby. Echt? Ja. Ich brauche ihn auch nicht, aber unser Publikum. Ja. Natürlich. Aber natürlich. Also er kommt, keine Sorge, wenn die Kids jetzt sagen, na Moment, jetzt hängt es ein bisschen im Seniorenbereich. Freunde, Paul McCartney ist der größte einer und wir haben Destiny's Child, wir haben Robbie Williams und jetzt haben wir zwei Brüder. Der eine Bruder schlägt sich so durch und der andere boxt sich nach oben und gemeinsam sind sie die Herren der Ringe. Hier sind Wladimir und Vitali Klitschko. Richtig. Bravo. Na, Vitali, neben wir, ihr passt auch schön zusammen hier mit dem Gold, so. Wie machen wir das? Warte mal, Moment, pass mal auf, dann lassen wir uns das vielleicht so. Dann sehe ich etwas zart aus in eurer Mitte, ich glaube, das kommt gut. Bitte schön. So, was möchtest du, ist das in Ordnung so? Ich möchte stehen bleiben noch zwei Stunden, also, wir ziehen. Ja, ja. Bitte schön, danke also. Sehr. So. Heather ist schon gegangen, sonst hätte er vielleicht auf die Milz gehauen hier, aber nein, das war in dem Falle, habt ihr ihn leider verpasst. Toll, Paul McCartney, habt ihr ihn wenigstens draußen getroffen? Ich habe ihn draußen getroffen. Guter Typ, hä? Ein toller Mensch. Also getroffen jetzt im Sinne von gesehen. Wir müssen aufpassen genau jetzt so. Natürlich. Ihr seid ja überhaupt im Moment Star verwöhnt. Ich glaube, du hast gerade in einem Film mitgespielt, Ocean 11, da war Julia Roberts war dabei. Er hat übrigens die gleichen Lippen wie Julia Roberts, schon mal aufgefallen. Alle beide. Ehrlich gesagt, wir machen immer zusammen was, das ist alles Gewohnheit. Deswegen haben wir zusammen in den Film gespielt. Und alle beide? Wirklich, ja. Also warte mal, wer war dabei? Julia Roberts war dabei, Brad Pitt. Matt Damon und Matt George Clooney. George Clooney. Ja. Hast du alle getroffen? Andrea Garcia dazu. Lennox Lewis, genau. Und in einer Boxszene habt ihr mitgespielt. Erzähl mal ein bisschen, wie das war. Wir haben eine kleine Boxszene gespielt und noch dazu Kleinigkeiten, welche würden Sie am 10. Januar im Kino sehen. Mhm. Also das ist ja, was Hollywood betrifft, funktioniert die Karriere. Für viele Sportfreunde und Boxfans geht natürlich auch die Karriere eines Weltboxers irgendwo durch Las Vegas. Wie weit seid ihr denn in der Richtung? Also wir sind schon ziemlich weit, weil seit 1,5 Jahren sind wir in Amerika, also wir machen unsere Kämpfe live dort und es geht weiter und wie weit bis noch interessanter. Dieser Don King, dieser Gestörte, das ist ja so einer mit diesem, der hat auch schon gesagt, ihr seid ganz groß, er will mit euch arbeiten, gibt es da schon Verbindung oder geht es auch ohne den? Das ist so große Intrige und Don King möchte immer uns in seinen Stall zu haben und haben wir vor 5 Jahren mit ihm gesprochen. Darüber und trotzdem haben wir Entscheidung getroffen, mit Wladimir hier nach Deutschland zu kommen. Das ist sehr gut. Und wir sind glücklich mit unserer Entscheidung. Ich war Weltmeister und ich Entscheidung. Ja, nicht durch Scheidung gesagt. Das war eine richtige Entscheidung. Ich war Weltmeister und ich werde Weltmeister. Wladimir im Moment Weltmeister. Und wir stehen ganz kurz vor unserem Ziel, beide Weltmeister zu sein. Und beide auf Weltspitze. Vitali, du bist verheiratet, du bist noch zu haben. Wie ist das, wenn man so kräftig ist und dann so mit den Mädels ein bisschen zart umgehen muss? Gibt es da auch schon mal blaue Kuschelflecken oder kann man das einfach sofort umstellen? Thomas, ich glaube, du hast ganz viel Erfahrung davon. Und, nicht mit dem Boxen. Und ich sag mal ehrlich, ganz viele Menschen
oder Sportfans denken, dass die Boxer sind sehr, sehr hart und die Hände sind nicht so zärtlich und die Boxer kommen nicht mit den Frauen klar. Nein, das ist, stimmt nicht. Wir, glaube ich, würden ein gutes Beispiel geben. Aha. Ja. Da werden was kann mir die, ein Boxer mit den Händen machen auch? Nase, Puff, ist das heiß hier, Freunde. Also, nicht mit Boxer tun. Wir haben, nein, das ist nicht so schlimm, wie Sie denken. Ihre Fantasie ist zu groß. Na, aber Sie haben sie angeregt, mit Verlaub, Herr Klitschko. Wir würden was Tolles zeigen. Zeig, ja. Also, es geht teilweise um Spaß und Zauberei, weil es ist unser Hobby auch. Mhm. Und wenn wir können es zeigen, dann ja, klar. Geben Sie uns das, die das Chance. Also, wir haben was vorbereitet, es muss irgendwo da, da hinten so sein. Oh. Genau. So, zwei Pakete. Ich habe heute so viel geredet und langsam bekomme ich Durst. Zufälligerweise habe ich eine Flasche Cola dabei. Aha. Aber ich möchte nicht zuerst trinken. Lass ich trinken mein Bruder Wladimir. Und dann zauber ich die Flasche zu ihm. Zups! Buh. Angekommen! Vitali, du bist aber der ältere Bruder und du musst als Erster anfangen. Also, ich würde die Flasche zurück zu dir zaubern. Wusch! Buh. Die Flasche oh. Wieder da. Das heißt, weißt du was, Ladina? Was ist los? Ich denke, die Zuschauer glauben uns. Die glauben euch. Dann machen wir so lange weiter, bis sie uns das glauben. Nein, 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 nein. Oder habt ihr? Dann schicke ich die Flasche zum dir zurück. Dann mach es. Puh. Angekommen. Die Flasche ist doch da. Oh. Vitali, ich spüre es, die Zuschauer glauben uns immer noch nicht. Dann besser hören wir auf zu zaubern. Dann hören wir auf. Ja, ja aber bitte. Das ist... Ah. Und das kann nur noch gesteigert werden durch unsere Wette. Wir kommen zu unserer Außenwette, die hört sich folgendermaßen an. Thilo Langnese aus Stuttgart wettet, dass er über 700 verschiedene Artikel aus seinem Supermarkt durch Ertasten erkennt. Außerdem wird er jeweils den Preis des Produktes nennen. Das können also oft Verkäuferinnen so gar nicht. Er muss 5 von 6 Artikeln erkennen. Ich begrüße ihn. Er ist in seinem Supermarkt, denn nur dort geht es. Herzlich willkommen, Thilo Langnese. Thilo, servus. Guten Abend, Thomas Kutschalk. Guten Abend. Thilo, du heißt wirklich Langnese. Also wenn sich deine ja. Eltern schon zu Thilo durchringen könnten, hätten sie gleich Iglo sagen können. Iglo Langnese, du wärst ein gemachter Mann in der Werbung. Aber du arbeitest in diesem Supermarkt jeden Tag? Ich bin eigentlich in Göppingen Filialleiter. Wir sind hier in Gärtringen. Aber ich mache die gleiche Tätigkeit. Ich bin da Filialleiter und bin fürs Organisatorische verantwortlich. Und ja... Und du behauptest allen Ernstes 700 Artikel. Wie viel gibt es in einem durchschnittlichen Supermarkt? Wie viele Artikel? Also bei uns gibt es ungefähr 700, wie jetzt bei anderen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und er sagt, er kennt sie alle. So, das ist eine spannende Geschichte. Ich bin überzeugt. Anastasia, die ich jetzt begrüße. Anastasia, bist du da? Selbstverständlich bin ich da. Hallo ja. Thomas, hallo Dresden. Sie wird dafür sorgen. Anastasia, guten Abend. Hey. Meine liebe Anke, wir bleiben bei Männerhänden, die einen ganz wuschig machen. Denn der gute Thilo braucht seine Hände. Ich habe nicht mal ein paar Beispiele mitgebracht. Natürlich nicht die, die wir gleich ertasten und erfüllen oder sonst was. Und zwar einmal so als Beispiel. Diese zwei Flaschen, absoluter Wahnsinn. Die sehen auch total gleich aus, fühlen sich auch gleich an. Aber du kannst sie trotzdem unterscheiden, ja? Die sind etwas schwerer, aber das geht auch. Das geht auch. Mhm. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, Thomas. Guck dir mal diese
Töpfchen an. Dosen sind es, glaube ich. Mhm. Einmal Katzenfutter, einmal Hundefutter. Schaffst du trotzdem, ja? Ich versuch's. Puh, also das finde ich schweineschwierig. Oder noch ein Beispiel hier. Super identisch. Fühlt sich auch gleich an. Aber du hast irgendwas und du findest, ja? Ja. Okay. Bist du denn schon nervös? Hast ja, du kann man sagen. Hände? Ja. Thomas, er ist nervös, er hat nasse Hände, aber wir werden es trotzdem versuchen, ja? Anastasia, dann beruhige ihn ein bisschen, setz ihm auch die Brille auf, damit er sich konzentrieren kann. Und ganz ich glaube, genau. Liebe Zuschauer und ihr beiden, Sie haben das schon begriffen, also es geht nicht darum, dass ihr ein Toastbrot von einer Tomate unterscheiden kann, wenn die Augen zugebunden sind, sondern natürlich wird die Anastasia Produkte raussuchen, die durch das Ertasten normalerweise nicht einfach zu benennen sind. Er will Preis wissen, er will wissen, wie das Produkt heißt und ich bin da sehr skeptisch. Anastasia, setzt ihm die Brille jetzt auf, bitte. Okay, und während du das tust, geben jetzt die Klitschkos, Vitali und Wladimir, ihren Wetteinsatz ab. Glaubt ihr, dass ihr es schafft oder seid ihr skeptisch? Schon dumm. Er hat einen guten Eindruck und denke ich, schafft er. Glaube ich ihm. Also, ausgezeichnet. Er war so selbstbewusst. Ja, also muss man das Boxer auch sein. Okay. Ja. Er schafft es. Gut, die Klitschkos stehen hinter dir und jetzt geht es darum, dass die Anastasia natürlich, nachdem er nichts mehr sieht, die Produkte schnell in den Wagen schmeißt. Er ist jetzt also eindeutig mit unserer Supermarktbrille da geblendet und Anastasia ist im Supermarkt unterwegs und wird jetzt den Wagen schnell füllen. So, während sie das tut, Frage kurz, Anke, bist du, wenn Boxen läuft, dabei? Es ist ja ein Sport, der Frauen irgendwie fasziniert, Formel 1 und Boxen. Nee, ich habe... Aber jetzt... Tut mir ganz, jetzt ab jetzt werde ich immer, werd ich immer gucken, natürlich. Nein, aber ich bin nicht so dafür. Ja, ja. Aber zaubern wäre was. Also das haben die gut, gut gemacht, das ne? Sehr gut gemacht. So, das ist eine, der Wetteinsatz, pass mal auf. Man sagt ja immer, dass ihr nicht nur gelernte, sondern auch gelehrte Boxer seid. Also Dr. Faust ist ja ein bekanntes Stichwort inzwischen. Den Dr. Faust gibt es ja, wie einige von unseren jungen Zuschauern vielleicht wissen, tatsächlich. Meister Goethe hat das gemacht, nicht schlecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ihr eure Wette verliert, werdet ihr beide hier gemeinsam ein Stückchen aus dem Faust aufsagen müssen. Also für unsere jugendlichen Zuschauer als Ansporn, sowas auch mal zu lesen. Aber nur dann, wenn ihr euch vertippt habt und ihr habt gesagt, ihr schafft es. Anastasia, wie weit sind wir? Ich bin soweit. Dann sage ich, wenn du deine Produkte hast und unser Kandidat in Wettposition ist. Also ich habe jetzt 5 Produkte, mir fehlt noch eins. Und da sehe ich doch hier ein paar Dosen, von denen habe ich schon einigen gesehen. Aber das habe ich ja jetzt schon gesagt, das war natürlich nicht so schlau. Dann nehme ich etwas, was ich jetzt nicht benenne. Wie wäre es damit? Okay. Sieht doch auch schwierig aus, ne? Allerdings. Okay, so. Jetzt habe ich 6 Produkte. 5 davon muss er ja erraten. Und wenn er das schafft, dann hat er gewonnen. Und jetzt kratze ich noch die Kurve. Tino, bist du bereit? Ja. Was machen die feuchten Hände? Na, es geht. Okay, so, also. Jetzt packen wir die alle aufs Band. All die Produkte bitte aufs Band, ja. So. Okay, wir fangen an. Damit sage ich, top, die Wette gilt. Okay, und hier ist Produkt Nummer 1 für unsere Zuschauer. Und für dich. Na, reinbeißen darf er nicht, das ist klar. Aha, er schüttelt auch. Partygurk 99. Okay, wir ziehen es einmal durch die Kasse. Einmal durch die Kasse. Und wir gucken auf die Kasse. Partygurken 99 Pfennig. Und das ist richtig. Weiter geht's. Alles klar? Ja. Produkt Nummer 2. Und bitte schön. Karibik Duschbad, 1,29 Mark. Einmal durchziehen. Und was sagt die Kasse? Jawohl, 1,29 Duschbad. Richtig. Cool. Nummer 3. Und viel Glück, Team. Mhm.
glatte Finger. Könnten glatt Boxerhände sein, ne? Überleg gut. Ja. Und? Pflanzenmargarine, 89 Pfennig. Wir schauen auf die Kasse. Und das ist richtig, 89 Pfennig als Pflanzenmargarine. So, schon drei richtig geraten. The next one, Nummer 4. Und toi, toi, toi. Gemein. Das ist fies, ne? Das wird noch schlimmer. Ich glaube, schlimmer geht's gerade. Milde Bohne, 5,59 Mark. Durchziehen und es ist die milde Bohne, 5,59. Wow. So, vier richtig erraten. Heißt, Nummer 5 kommt jetzt. Einmal für euch. Jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. Tilo, du schaffst es. Jetzt spielen. Der Feine, 5,98. Einmal durchziehen. Es ist der Wahnsinn, der Feine, 5,98. Herzlichen Glückwunsch. Das war richtig. Kannst du die Brille abnehmen? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Thomas, so. Wahnsinn, oder? Toll. Tilo, jetzt würde mich interessieren, woran hast du jetzt den Feinen von der milden Bohne unterschieden? Ist das jetzt... Das sind unterschiedliche Merkmale, die ziemlich klein sind. Bei dem einen zum Beispiel ist hier oben die Deckellasche nicht verklebt. Das war bei der Produktion wohl irgendwie nicht richtig. Und hier ist es fest verklebt. Das ist schon mal ein Merkmal für mich. Ein anderes Merkmal sind die Rippelungen hier an der Seite. Das sind also so minimal, die Merkmale. Der Kaffee war recht gemein, muss ich sagen. Ja? Also. Allerdings, Respekt. Ja. Also ich glaube, deine Kunden werden bei dir jetzt besonders gerne einkaufen. Der Mann weiß wirklich, was er verkauft. Respekt, heiße Anwärter auf den Wettkönig. Dankeschön, wir sprechen uns nachher. Tilo, servus. Ja. Ja, Sie erinnern sich, wir haben beim letzten Mal unseren Clubmitgliedern ein besonderes Angebot gemacht, nämlich mit den No Angels gemeinsam ein Konzert zu besuchen. Wir wollten nur gerne den Beweis antreten, dass das wirklich passiert ist. Hier ist die kleine Filmaufzeichnung, wie die No Angels mit unserem Hubschrauber vom Himmel kamen und ein Ehepaar glücklich gemacht haben, die sie gemeinsam ins Konzert mitgenommen haben. So. Natürlich haben sie Backstage-Treatment bekommen. Hier sehen wir, wie sie No Angels begrüßen. Spezielle Autogramme natürlich von dem Atlantis-Film. Und dann sind sie gemeinsam mit No Angels noch ein bisschen auf der Party gewesen. Wer sich für die Clubmitgliedschaft interessiert, der kann sich im Internet informieren. Und hier sind die entsprechenden Informationen dazu. Jetzt etwas für die Kids. Eine Umfrage hat nämlich gerade behauptet, dass deutsche Schüler nichts mehr leisten. Liebe Eltern, schauen Sie mal, ob Ihre Kinder in der Lage sind, folgende Textaufgabe zu lösen. Wenn drei Sängerinnen, von denen jede 20 Jahre alt ist, in 4 Jahren
24 Millionen Platten verkauft haben und dafür 7-mal mit Platin ausgezeichnet wurden, wie müssen die dann heißen? Wenn ihr Kind jetzt gesagt hat, die Damen heißen Destiny's Child, dann liegen sie richtig und sie haben ein kluges Kind. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie sind nicht oft im deutschen Fernsehen, aber wir wetten das, haben Sie natürlich eine Ausnahme gemacht. Hier riecht es bereits ein bisschen nach Weihrauch. Der Wohlgeruch schwebt zu mir herüber. Und die, oder sind das die Damen bereits persönlich? Ich halte die beiden hier fest. Können wir Sie ansagen? Sind Sie montiert? Herzlich willkommen, Destiny's Child mit Emotion!
Destiny Child Emotion. Ladies, good evening. So happy to finally meet you. Hi. So that's the first visit in Dresden, right? Yes. Yes. It's a little bit cold, right? It's very cold. But you're dressed appropriately. Yes. Yeah. No, not really. No. We would actually put a coat on over this. Sie werden natürlich heute Abend noch ein bisschen in Dresden spazieren gehen, ziehen Sie eine dicke Jacke an. The boys will be sorry, but your mothers will be thankful for that. Yes. So, it's a pleasure to have you here finally. Yes. That's the first time you've been in Germany? No, we've been in Germany quite a few times. It's probably einige Male schon in Deutschland, but not here. Not here. Yes. Yes. Okay. Yes. And you're still good friends. I mean, like there are all those rumors. You just don't work. I mean, in America, they say, how long? But you look like great friends. We are definitely great friends. Also überall die Gerüchte, die bleiben nicht mehr lange zusammen. Ihre Fans können sich beruhigen. Destiny's Child gibt es noch ein bisschen. Und es gibt ja die kleinen Puppen von euch. The German fans, they can have those little dolls too. I know in America, they're everywhere. They're going to come out here too. Yes, yes. Not only that, but we'll be touring here soon in Germany. We're so excited about being here. Actually, we love Germany. Yes, we have some of the best fans here in Germany, and we'll be back in May. May. Yes. My birthday gift. Yes. Good. Also es gibt so kleine Püppchen von Ihnen inzwischen. So berühmt sind Sie woanders auf der Welt. In Deutschland kommen Sie im Original. Sie werden im Mai hier auf Tour sein. Wir freuen uns drauf. Flowers for you. You gotta keep those flowers up. Whoa, that's one for you. Es ist eine Jammer, sowas zu verdecken. It's a shame we kind of cover that stuff, but wir sind ja hier. Dankeschön. Destiny's Child's Emotion. Einmal ein Foto für zu Hause. I won't believe I know you. So, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Thank you, Destiny's Child. Great. Tja, die teuerste ZDF-Produktion aller Zeiten heißt leider immer noch nicht Wetten, dass, sondern die Affäre Semmeling. Deutschlands erfolgreichster Fernsehregisseur Dieter Wedel besetzte diesmal zwei Hauptrollen mit ausgesprochen sympathischen Menschen, auf die ich mich sehr freue, Heike Makatsch und Heinz Hönig. Hier sind die Semmelings. Genau. Machen wir vielleicht gleich hier. Danke. Ihr fühlt euch ja wohl von den Säulen des Boxsports umgeben. Hallo. Tag. Hier, so einfach hier. Willst du neben einem Schiff sitzen? Oder? Ja, wir sitzen doch gerne alle drei zusammen. Das ist ja Heinz, komm her. Hallo. So, bitteschön. Wo sitze ich? Bitte selbstverständlich hier neben deinem großen Freund. So. Hier. Und mal kissen. Heike. So, eins. So fühlt sich das also an. So fühlt sich das alles an. Ja? Es gibt uns wirklich. Und ich meine, er ist ja einer derjenigen, dem du diesen Auftritt zu verdanken hast. Du hast eine Karriere gemacht, Heike, die viele ja gar nicht für möglich halten und die eigentlich jedes Mädchen machen will, das nun anfängt im Musikfernsehen. Aber mit Dieter Wedel eines Tages eine Geschichte zu machen, ist etwas, was nur die wenigsten schaffen. Viele sagen ja, der Mann ist so streng, dass man sich gar nicht wünschen darf. Wie waren deine Erfahrungen? Also erstmal stimmt es, ich bedanke mich auch bei ihm, dass er mir die Chance gegeben hat, bei den Semmelings mitzuspielen. Und er war auch ein paar Mal sehr streng. Wir haben uns auch ein paar Mal gestritten. Einmal? Zweimal. Ach, guck an. Geht schon los. Jetzt wird's dritte Mal. Aber ich würde sagen, es hat überwogen, dass wir unheimlich viel Spaß hatten beim Drehen. Und das Streiten war ganz selten. Ja, das fand ich auch. Aber man sagt ja immer, dass er nicht streitet, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er einfach immer nur mit dem Besten zufrieden ist. Das hat er mir dann auch gesagt. Das habe ich dann auch irgendwann. Habe ich einfach zitiert. So gesehen. Und ihr beide, liest man, seid auch gute Freunde, wobei er ja auch gerne streitet. Also bei den Herren war das schlimmer. Nee. Du bist auch ein Dickkopf, heißt es. Man schreibt immer, du streitest gerne. Ja. Ich? Ja. Ich auch? Ja, du gibst manchmal und ich gebe dann zurück. Ich muss sagen, die Tage mit den beiden zusammen am Drehort, die waren eigentlich mal die lustigsten, weil die beiden sich dann irgendwie immer so gekebbelt haben wie kleine Jungs. Ja, aber nun arbeiten wir, glaube ich, schon den 20. Film zusammen. Also da ist man schon wie ein altes Ehepaar manchmal. Ja, oder so, altes Ehepaar. Eben, ich meine, also ihr habt ja den Bellheim, der König von St. Pauli, das sind ja alles Geschichten, die du mit ihm gemacht hast. Drohst du ihm immer, es ist das letzte Mal? Ja. Aha. Und er droht dir das letzte Mal? Das warten wir mal ab. Naja, ich sag dann immer,
das machen wir jetzt nicht mehr, aber vielleicht machen wir was Neues. Ja. Und dann, wenn dann beim Schreiben was einfällt, dann komme ich doch wieder und sage, Heinz, ich habe was. Die Semmelings sind ja so halb neu. Also ich glaube, da wurdest du gerade geboren, da waren die ja schon mal unterwegs. Ja. Ich habe da also mit großem Spaß diese Geschichte damals von dem Hausbau, das werde ich nie vergessen. Und da merkt man eigentlich, dass du am Leben sehr dran bist mit deinen Themen. Jetzt ein eher sprödes Thema, wenn man es so sieht, also Finanzamt, aber dann doch wieder Thriller. Einerseits natürlich und Liebesgeschichte. Also gut, bei Familiensaga, da können wir alle mitreden, da erleben wir alle unsere Geschichten. Aber wie hast du denn den politischen Bereich und schon gar im Behördenbereich recherchiert? Also die Recherchen waren kein Problem. Erstmal hat man ja selber seine Erfahrungen im Finanzamt. Ich unterschreibe jedes Jahr eine Steuererklärung, die ich nicht kapiere. Obwohl ich mich für einen relativ normal intelligenten Menschen halte. Aber ich muss mich da auf den Steuerberater verlassen, weil es offenbar dem Staat nicht gelingt, Gesetze zu machen, die ein normal intelligenter Mensch in der Formulierung verstehen kann. Und ich bin meiner Meinung. Und was ich nicht wusste, was ich erst bei den Recherchen erfahren habe, dass der Steuerberater, der einem diese Erklärung dann macht, überhaupt nicht dafür haftet. Und ich habe mich gefragt, wie verhalten sich Menschen, die plötzlich mit diesem Riesenapparat in Kollision geraten und unschuldig sind eigentlich, nur weil sie auf ihren Steuerberater gehört haben. Und dann sitzen da manchmal im Finanzamt auch lebende Gesetzestexte, die nicht auf die spezielle Situation eingehen, sondern die dann wirklich solche älteren Leute, und das sind die beiden ja, die beiden Semmelings, in die Verarmung treiben. Und es steht dann davor, dass sie ihr Haus verlieren, eben jenes Haus, das sie vor 30 Jahren unter so viel Mühen gebaut haben. Und da ist dann der Sohn, damals beim Hausbau 10 Jahre alt, jetzt 40, Stefan Kurt, der Schattenmann, und Heike, seine Frau, und sie versucht ihren Schwiegereltern zu helfen, der Sohn den Eltern, er nimmt ein Darlehen an und schon rollt die Geschichte, denn er ist Politiker. Und ein Politiker darf nicht, was ein Normalbürger durchaus dürfte. Es ist eine üppig inszenierte Geschichte, wie wir gleich sehen werden. Kurzen Ausschnitt aus Die Affäre Semmeling. Willkommen in Hamburg. Er ist mit 120 Begleitpersonen angereist. Und den Generalstab hat er mitgebracht. Dann können die zu Hause wenigstens nicht putschen. Aber Hotel kostet wieder, hallo? Gratulation. Wirklich? Ich bin stolz auf dich. Klasse Idee, Frau Beiler, dich an den Freund zu schicken. Wo steckt der alte Bus heute überhaupt? Moment. Herr Bürgermeister. Friedrich, der Premierminister hat schon nach Ihnen gefragt. Oh ja. Nice to meet you again. Herr Minister, bitte greifen Sie bitte einmal nach vorn. Ein bisschen näher zusammen, bitte. Guck mal, wie alle Weiber die Augen verdrehen, wenn der Bürgermeister vorübergeht. Die machen den buchstäblich an. Da wird einem klar, was in der Tierwelt ein Alpha-Männchen ist. Du wirst ja ganz rot. Nein, ist ein bisschen heiß. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. So, das ist nun offensichtlich eine Szene, wo wichtige Menschen dabei sind. Also wir haben Heiner Lauterbach erkannt. Ist das sozusagen der Beginn des Knotens, wo Politik und normaler Mensch sich begegnen? Ja, und wo natürlich auch sie ein bisschen auf das Alpha-Männchen zu sehr reagiert. Alpha-Männchen in dem Fall? Heinz. Ich dachte, Lauterbach ist das Alpha-Männchen. Nein, der Bürgermeister. Du bist Alpha, Alpha, dann ist Lauterbach Beta oder was? Oder Gamma-Männchen? Das muss doch, also ich habe immer gedacht, Hanna Lauterbach ist, was die Mädels betrifft, Alpha-Alpha. Und er ist ja der Bürgermeister. Ach, das kommt dazu. Wir haben den Oberbürgermeister von Dresden auch hier. Der ist ja Alpha-Beta-Gamma-Männchen da. Servus, so. Politiker, wenn man sie im Grunde im Film darstellt, kann man die auch gut aussehen lassen oder sind das immer die Bösen? Das fand ich ja eben so erstaunlich, als angekündigt wurde, dass wir eine Geschichte machen, die auch im Rathaus spielt in Hamburg, stand dann überall Filz und Sumpf im Rathaus. Wenn wir eine Geschichte machen würden, die im ZDF spielt, würde das kein Mensch schreiben. Nie. Aber, oder in irgendeinem Medienkonzern. Aber natürlich gibt es auch da Intrigen, natürlich gibt es auch da Kämpfe untereinander. Und ich finde es einfach albern, Politikern von vornherein zu unterstellen, sie seien korrupter als irgendwelche anderen Berufsgruppen. Das ist lächerlich. Es gibt sicherlich in jeder Berufsgruppe ein paar schwarze Schafe. Wir wissen, je bekannter jemand ist, desto mehr ist er einer öffentlichen Durchleuchtung ausgesetzt.
und desto weniger kann er irgendwas unter der Hand machen. Und das gilt auch für Politiker und gerade für Politiker. Und diese Verdammung von Politikern, diese Vorverurteilung, da wollen wir eben ein bisschen zurechtrücken. Wobei man natürlich auch sagen muss, ein Politiker darf nicht, was jeder Normalbürger darf. Aber nun von vornherein zu unterstellen, dass Menschen in die Politik gehen, das lenkt ab, ne? Ja. Genau. Wir haben hier zwei Alpha-Weibchen. Viele Männer sagen jetzt, ach schade, dass die Heike beim Friseur war. Bei Frauen weiß ich nicht. Aber war das für die Kunst oder hast du einfach gedacht? Es war für die Kunst. Ah, ja. Aber ich mag es eigentlich auch ganz gerne. Machst du jetzt die Jungfrau von Orléans oder ist... Nee, Doris Doria hat an Jean Sieberg gedacht. Eben, ja, ich auch. Ich meine, also ich habe an Doris Doria gedacht, aber grundsätzlich ist das ein bisschen kurz, klarer, ja, in der Linie. Geht mehr in Richtung Heinz Hönig. Ich wollte eigentlich mit Heinz einen Partnerlook. Genau. Aber trotzdem, also egal was du mit deinen Haaren machst, du siehst immer gut aus. Dankeschön. Was mich direkt zu unserer Wette führt, ein gut aussehender Mann aus Österreich. Die Österreicher, da gibt es ja nur Alpha-Männchen, also A wie Austria. Ja, pass auf. Wir haben jetzt folgende Geschichte. Karl-Heinz Hohenwarter aus Reisach in Österreich wettet, dass er sich mit verbundenen Augen 100 Schokolinsen in 120 Sekunden von seinem Handrücken in den Mund katapultieren kann. Also ich habe gesagt, ich sage einmal Schokolinsen und dann sage ich nur noch Smarties, weil es ja Quatsch ist. So, haben wir keine? Ach nee, die Smarties sind da drüben. Dann nehmen wir ein Gummitier, das kann nichts dafür. Also er wird Folgendes machen, er wird sich das da drauflegen, dann verbundene Augen, halt mir mal die Augen zu. Danke. Und dann macht er so und schießt sich das nicht ins Auge, sondern und zwar eben 120 in 100 Sekunden. Das ist, 100 in 120 Sekunden, also ein Tierchen pro Sekunde, also so eine Schokolinse. Hier ist unser Mann aus Österreich, Karl-Heinz Hohenwarter. Servus. Richtig. Karl-Heinz, oh, wir haben auch, der Fanclub ist angetreten. Siehst du es? Das Kärntner Dream Team. Kennst du die? Die kenne ich, ja. Die kennst du. Sie Verlobte, oder? So ungefähr, nein, Gutbekannte. Gutbekannte. Aber kommen sich ändern. Ja, möglicherweise. Und Charlie und Blacky werden auch bereits gefeiert. Blacky ist der andere, du hast nämlich einen Assistenten, Freund, richtig? Ja. Karl-Heinz und hier ist der Wolfgang. Bitteschön. Wolfgang, so. Hallo. Du hältst dich erstmal in Bereitschaft, weil ich das Ganze jetzt erst einmal hier demonstrieren möchte. Oder setz dich gleich hin, ich mach das im Stehen. Denn ihr beide werdet zusammenarbeiten, sonst geht es gar nicht. Also, das sind die Smarties. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage wichtig, wie kommen halbwegs erwachsene Männer aus Österreich, Kärntner, gestandene Burschen, auf die Idee, sich mit verbundenen Augen Smarties in den Hals zu schießen? Ja, wir sind beide bei der Freiwilligen Feuerwehr in Reisach. Das ist noch kein Grund. Und wir haben voriges Jahr eine Übung gehabt und danach sind wir ins Reiskuffelbord, das ist unser Wirt, was trinken gegangen und zur späteren Stunde hat uns der Wirt was zum Knabbern hergestellt und unter anderem waren da die Smarties dabei, die was sehr gut schmecken und irgendwann haben wir die über einen Handrücken im Mund geschossen. Und dann habt ihr trainiert? Dann haben Freunde gesagt, ja, das ist eine gute Wette, die gehört zum Gottschalk. Und zusammen sind wir. Richtig. Hat lange nicht gebrannt bei euch, aber ein bisschen Zeit zum Üben gehabt. Ja, so ist es. Herr Heinz, also, noch einmal. Diese kleinen Teile schießt er sich in den Mund. 120 Sekunden für 100 Smarties. So, jetzt meine Frage, meine drei. Ist es möglich, mit verbundenen Augen in dieser Zeit so viele von diesen Pillen da wegzuschießen? Ich glaube, wir sollten mal einmal einen ausprobieren. Ja. Moment. Der ist viel zu groß. Verbunden. Verbunden. Das war nicht schlecht. Das war mit offenen Augen. Und er war auch sehr groß. Also ich glaube, mit zu Augen ist das eigentlich nicht möglich. Ich glaube, dass er sich verschluckt. Ja, man muss es ja auch noch... Das ist... Man muss es noch kauen, man muss es noch runterschlucken. Das dauert alles. Also wenn die hier wetten, dann haben die das auch probiert und dann können die das. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn die viel üben würden, müssen sie dicker sein. In der Tat. Und in der Tat, er muss sie alle verschlucken. Also du hast völlig recht, der kann ihn nicht irgendwie wieder ausspucken, sondern was drin ist, muss weg. Also er muss heute 100 von diesen Dingen schlucken. Und hat wahrscheinlich keine Zeit, sie jetzt auch noch zu kauen.
Das ist sein Problem. Rein und runter. Er hat 120 Sekunden Zeit, was er derzeit macht, ist mir wurscht. Stell dir mal vor, wenn der das ein paar Mal am Tag... Sie müssen weg. Sie müssen... Also wir sagen nein. Ihr sagt nein. Okay. Sie sind ein Team, wir sagen nein. Ich sage, er verschluckt sich. Sie müssen im Mund, ja klar, aber du kriegst da 100 Stück, passt ja gar nicht im Mund, oder? Jetzt. Wenn der 90 im Mund hat und nicht schluckt, dann fallen ja die anderen wieder raus, während die letzten 10 rein müssen. Ihr sagt nein. Alle einigt euch auf ja, nein? Ja, was sagt ihr noch? Also ich wollte jetzt nicht euch überrollen. Spannung. Ja. Das ist ein Paradebeispiel, wie Schauspieler dagegen die Szene bestimmen. Das müssen Dreharbeiten gewesen sein. Einigt ihr euch? Aber ohne böse dazu sein. Natürlich. Nein. Wir sagen alle nein. Ja? Nein. So. Ja, sagen, nein. Alle ja, sagen nein. Nein, sie schaffen es nicht. Wenn Sie es denn doch schaffen, folgende Aufgabe für euch. Ich weiß, Heinz, du wolltest immer mal den großen Mohren darstellen. Also eine so Roberto Blanco-mäßig, oh, aber biblisch. Eine Mischung aus einem biblischen Mohren und zu einem modernen Erfolgsrapper wie Roberto. Also, das hätte Nicht Roberto, sondern einen Mohren. In folgendem Zusammenhang. Die Heiligen Drei Könige. Wir haben eine große... Ein großes Weihnachtsschlussbild. Ich hätte euch gerne als Heilige Drei Könige. Wobei, Heike, du hast die Wahl, ob du als Maria oder als weibliche Königin einmarschierst. Wir haben Esel und Kamel, also große Krippenszene. Du kannst auch, ihr beide könnt auch. Bart. Du kannst auch mit Dr. Wedel, Maria und Josef. Also, wir machen eine. Mach das Kamel. Alles frei, ihr sagt nein. Wir haben eine Schlussszene mit den dreien in biblischen Gewändern. Jetzt aber erst die Wette. Karl-Heinz, du bist. Entspannt, jetzt das Entscheidende bei dieser Wette wie bei vielen anderen, die Brille muss so sitzen, dass er nicht sieht. Ich glaube, es wäre auch schwer, wenn er was sehen würde, aber es ist fast unmöglich. So, bitte noch einmal die Kamera, was immer ganz wichtig ist, damit man sieht, dass er nicht unten durchgucken kann. Wir haben so ein Ansaugeteil. So, jetzt sitzt er. Okay, schauen Sie mal, also da sieht er unten nicht, da sieht er oben nicht. Einfach immer nur zwischendurch einmal hier den Beweis. So. Die beiden sitzen sich gegenüber. Ihr dürft euch natürlich akustische Informationen geben. Wenn ihr fertig seid, sagt ihr mir Bescheid. Er darf zwischendurch hier spülen, wenn er möchte. Glas gebe ich dir. Bist du soweit, Karl-Heinz? Geht. Top. Die Wette gilt. So. Man sieht fast nur die Dinger, die nicht reingehen. Er schießt das so schnell weg. So, 100 Sekunden noch und du hast bereits 22 drin. Yeah. 90 Sekunden. 31 weg. 100 müssen rein, die Zahlen laufen also gegenläufig. 80 Sekunden, 40 sind weg. Schlucken. Spülen, Entschuldigung. Und weiter geht's. 67 Sekunden. 40 sind weg. Ja, das ist eine schöne Einstellung. So, jetzt haben wir Halbzeit. Du hast noch 54 Sekunden für 45 Smarties. Charlie, du schaffst es. Kärnten grüßt und jetzt 40 Sekunden. Für 35, jetzt wird es. Und 30 Sekunden. Sekunden. 15 Sekunden. Ah, zu dich. So, jetzt wird's knapp. Komm, komm, komm. Zack, jetzt schieß. 10 Sekunden für 13, zack. 4. Es gewagt. Ja, und auch gepasst. Ja. Ja. Der Österreicher versteht dramatische Akzente zu setzen. Hot gepasst, hat er hinterher gesagt.
ob er mir Spaß holt. Schau mal rein. Das war also hier. Hammer. Und jetzt. Ab. Unglaublich, wie die. Zack. Wie eine Präzisionsmaschine. Sag, ah, kaum sag ich's. Die, die reingegangen sind, hat man fast gar nicht gesehen. Der ist bis runtergegangen. Und, ja, der ging gleich an die Mandel geknallt hier. Schauen Sie mal, wunderschön. Wie beim Dings, wie beim Torschuss. Ja, klasse. Also, spannender kann man es nicht machen. Herzlichen Dank. Große Wette aus Österreich. Danke dir. Servus. Klasse. Aber das war knapp. Das war verflucht. Das war noch knapper sein können. Aber man kann es ja nicht, man kann sowas gar nicht inszenieren. Als Regisseur kann man sagen, wir machen das nochmal. Bei uns ist friss oder stirb. Und er hat gefressen und überlebt. Wenn man das 15 Mal wiederholen würde. Nee, da ist nichts zu machen. Aber so. Das war wirklich knapp, verdammt knapp. Ne? Tut ihr uns die Freude, wobei ja. mit unserem, ich habe jetzt ein bisschen Dienstaufträge zu machen, mit unseren schönen Weihnachtsspielchen. Ja, wir haben ja verloren, also müssen ich weiß, wir ja klar. Naja, eigentlich ist es so pari pari. Wir haben so halb gewonnen, halb verloren. Nee, wir haben verloren. Also wir haben ganz verloren. Ja, verloren. Wir sehen uns am Ende wieder und ich freue mich drauf. Und also nochmal, wir sagen nochmal schön die Sendetermine für die Semmelings. Die habt ihr alle im Kopf. Oh ja, 2. Januar, 4. Januar, 7. Januar, 9. Januar, 11. Januar, 14. Januar. Boah, gut, so. Also, da sehen wir euch wieder und wir sehen uns am Ende jetzt der Sendung ebenfalls. Robby gucken, freilich, bist du? Dann, ja, dürfen die noch. Dann darf, okay, gut, dann bleibt der Robby gucken, aber natürlich, so. Jetzt, gut, dann bleibt der Robby gucken. Jetzt, ich möchte allerdings erstmal sehen, was ist am... Man hat... Oh ja, da sind sie. Wir hören es, Thomas, hier ist die Hölle los, das heißt, der Himmel ist los. Man hat den Eindruck, alle Dresdner sind gekommen, um dieses wunderbare Bild der Frauenkirche, was ja immerhin 20 mal 30 Meter groß ist, zu vollenden. Und es sieht schlecht aus. Ich glaube, du hast die Wette verloren. Ich sage jetzt mal nach hinten, es sind wirklich fast alle Dresdner da. Seid ihr alle da? Noch sind... Ja, es klang auch wie nu, weil in Dresden sagt man ja nu. Nu. Es ist wirklich einer der schönsten Plätze der Welt, auf dem ich hier stehe. Hinter mir ist die schönste Brauerei der Welt, im Volksmund auch Semperoper genannt. In Freiberg gibt es eine Brauerei, die sieht auch wie eine Brauerei aus. Nein, mal im Ernst, es ist ein wunderschönes Opernhaus und es wird dort große Kunst geboten. Und wir sind wirklich mit dem 20 mal 30 Meter Logo der Frauenkirche, wir zeigen es jetzt noch nicht, wir haben einen Riesenkran, 80 Meter hoch, am Schluss wird das Bild wahrscheinlich vollständig vorhanden sein und die Kerzen werden sogar ganz eng stehen, weil die alle mitgemacht haben da hinten. Das ist eure Aufgabe, wir warten spannend. Hier natürlich unterstützt euch das Publikum im Saal. Gut als 2001. Es ist ein wunderschöner Vorabend zum 3. Advent. Es schneit sogar. Das habe ich. Das von hier. Top. Wir werden schöne Bilder sehen. Ob ihr die Wette gewonnen habt, der Dresdner, werden wir am Ende der Sendung entscheiden. So, ich habe, wie Sie vielleicht gehört haben, ein bisschen was gut zu machen. Unser Intendant hat sich in der letzten Show eine... Danke. Okay, gut, das war, ich bin schon beim nächsten. Also unser Intendant hat sich in der letzten Sendung eine kleine Silikonvergiftung geholt und hat mir gesagt, pass auf, jetzt musst du was wieder gut machen. Ich habe es sehr gerne getan, denn es geht um ein Thema, das nicht nur unserem Intendanten sehr am Herzen liegt, sondern auch dem ZDF und allen Dresdnern. Es geht um die Frauenkirche. Da engagiert sich das ZDF ja und wer sich noch viel mehr interessiert, ist Professor Dr. Fahrholz. Mit der Frauenkirche habt ihr euch ein Riesenprojekt angelacht. Ein Frauenparkplatz wäre billiger gewesen. In der Tat, wir haben eine Spendeninitiative initiiert für den Wiederaufbau der Frauenkirche. Und es ist ein tolles Ergebnis dabei rausgekommen. Es haben über 600.000 Menschen gespendet für den Wiederaufbau der Frauenkirche und haben mehr als 135 Millionen D-Mark gespendet. Ein enormer Betrag. Das ist in der Tat eine Menge Holz. Wie viel braucht ihr denn noch? Ja, es ist so, dass noch 60 Millionen erforderlich sind. Der Gesamtpreis für den Wiederaufbau, die Gesamtkosten werden bei 250.000. Hier sehen wir ein aktuelles Bild. Noch ist alles verpackt. Aber
Die Frauenkirche wird wieder aufgebaut sein im Herbst des Jahres 2005. Wir freuen uns darauf. Ich hoffe, wir erleben das alle noch miteinander. Und das ist eine tolle Aufgabe. Ich kann, glaube ich, in Ihrem Interesse alle nach wie vor motivieren, mitzuspenden. Vielleicht können wir sie ein bisschen größer bauen, als sie vorher war. Ja, zunächst mal nehmen wir den Betrag und die Größenordnung, die jetzt vorgesehen ist. Es wäre gut, wenn noch weitere sich bereit finden könnten, für den Wiederaufbau, den symbolischen Wiederaufbau und den tatsächlichen Wiederaufbau der Frauenkirche zu spenden. Stifterbriefe können jederzeit bei der Dresdner Bank bezogen werden. Ah ja, guter Verkäufer, aber in dem Falle lasse ich Ihnen das gerne durchgehen, weil euch am Ende 4 Steine fehlen. Bei mir im Hotel, der Tisch, das sind 4 Steine aus der Frauenkirche, aber die müssen wir wieder zurückgeben am Ende, oder? Das kann man auch im Einzelnen diskutieren. Sind dann nur gelagert. Gut. Also Sie haben gehört, das ist ein großes Projekt und das ist im Entstehen. Und wir werden ja heute, wie gesagt, Dresden leuchten lassen. Und ich hoffe, ich komme mal wieder. Ich bin ganz begeistert von unserem Publikum hier. Aber unser Publikum wird natürlich auch von unserem Programm jetzt noch mehr begeistert sein. Von allem, wenn es Damen um die 20 sind. Na, bis 30, ja, fast bis 40. Er macht nämlich erst die Kinder froh und jetzt die Alten ebenso. Er wandelt auf den Spuren von Sinatra und Co. Mit seiner neuen Swingplatte hat er sich einen Traum erfüllt. Sein Album wurde bereits 900.000 Mal verkauft. Hier ist begleitet von der Berlin Big Band Robbie Williams mit Mack the Knife Light. Oh, the shack, babe, has such TD, and he shows them pearly white. Just a jackknife has no neck, babe, and he keeps it way out of sight. You know, well, that shack bite with his TD. Got a billow, start to spread. And fancy gloves, though, wears on Mackie, babe. So there's never, never a trace of breath. Down on that sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know? Lots of bodies are just a oozing light. Someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know? Wasting their bag, it's just dropping on down. That's immense there, it's still far away. You 10 old Mackies back in town. Junior by Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out a ball, his hard-earned cash. And now Mackie spends, he spends just like a sailor. Could that be a boy, a dumb son? Oh,
Robin Williams. Danke. Dankeschön. Wollt ihr noch einen? Ja. Ja, One more. Okay. Also ich muss wirklich sagen, man sagt ja immer, es kommt nichts Neues nach und man erwähnt alte Namen und die Großen, wenn einer auf dem Weg zum Superstar ist. I just was saying, everybody says, oh, there's no new guys who really, really prove they can do what they want to do. Hallo. Das ist eine Liveband, das ist ein Livestar. Ich glaube, er kriegt eine zweite Chance. Huh? You get a second one, you get a second song with you? Yeah, please, if you don't mind and you don't mind. They don't mind, they love it. And I, yes. May I introduce it? What song is it? It's called Do Nothing Till You Hear From Me. Do Nothing Till You Hear From Me. Robbie Williams, Do Nothing Till You Hear From Me. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dreams, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, then I haven't a chance. True, I've been seen with someone you did doesn't mean I've been untrue. While we're apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other rhymes may hold a woo. But please do nothing till you hear it from me. Baby, you never will. Take it away, Steve Sidwell and the boys, come on! Hold it, daddy! Someone you that doesn't mean I've been untrue. While we're apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other rhymes may hold a woo. But please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Oh, please do nothing till you hear it from me. Baby, you never will. Do nothing until you hear from me. You're a great man. Thank you. I think there are two girls who want to say hello. Can I just... Anke. Anke. Hi, Anke. Hey, Anke. There are two girls. They love you. Okay. Everybody. Yes. Please. Do nothing till I say hello. She's trying to embarrass me. Also stellvertretend für alle deutschen Frauen. Ich weiß, es ist Appetit nach mehr. Nach dem aktuellen Sportstudio gibt es ein Konzert mit Robbie Williams. Yes. Tonight. In ZDF, selbstverständlich. Und
I still need her. You can, I mean, like, yeah, sie macht die Maria. She's working on the Maria, and I need her for work. I know, but this one lives in London now. Yeah, I do. Ja, natürlich, aber die hat einen Kerl da. I live in London too. Ich sehe sehr schwarz für deinen Schauspielerkollegen. Ist er gefährdet im Moment, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht, dann nehme ich euch wieder mit. Okay, danke schön. She has a boyfriend. I'm so sorry. Aber ich glaube nicht mehr lange. Thank you, Thomas. Always a pleasure to have you. You have to come back, right? The next time you're going to sit there and we're going to talk about everything. Okay, next time she won't have a boyfriend. Okay. Nächstes Mal haben wir ein neues Paar. Robbie Williams mit seiner Berlin Big Band. Herzlichen Dank, meine Damen. Ach, keine Dame dabei? Nee, alles Herren. Dankeschön. Live bei Wetten, dass Robbie Williams, Berlin Big Band. Danke. Super. Da geht er hin, zur rechten Robbie Williams, zur linken marschiert das Semmeling-Team. Jetzt ist Heike auch aufgebaut, okay? Jetzt kannst du nie mehr Maria geben. Ich glaube, du musst jetzt einen König spielen von Robbie Williams. Geküsst ist einfach die Jungfräulichkeit im Eimer. So, mit Maria wird das nichts. Jetzt mein nächster Wettpartner. Er hat mit großem Erfolg Opern und Theaterstücke inszeniert. Er hat den Oscar gewonnen. Er gehört zu einer erfolgreichen Schauspielerdynastie und er ist einer der wenigen Künstler mit Schweizer Pass, der auf der ganzen Welt richtig ausgesprochen wird. Herzlich willkommen bei Wetten, dass Maximilian Schell. Guten Abend. Herzlich willkommen. Bitte schön. So, wir haben die Bank ein bisschen verkleidert. Das sind die Klitschko-Brüder. Aber die sind ja deiner russischen Seele nicht fern. Maximilian, du bist, bitteschön. Du bist ja. Entschuldigung, kann ich mich nicht vorgestellt. Du bist ja nun wirklich ein internationaler Mensch. Also, ich glaube, italienischer Pass. Du sprichst Deutsch, lebst in Los Angeles, hast eine russische Frau. Kommst du langsam selber so ein bisschen mit deinen Nationalitäten durcheinander? Völlig. Ich habe keine Nationalität mehr. Aber in Dresden ist jeder zu Hause eine Weltstadt. Ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich fand das interessant, was der Robbie Williams gemacht hat, wie sich das verwandelt im zweiten Jahrtausend, aus dem ich noch komme. Mhm. Da wurde es ganz anders gesungen. Der Mickey Messer? Ja. Na ja, klar. Da war das so blind und sagt, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Soll ein ganz armer sein. Ne? Ja, 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 aber ich muss sagen, das war ein Improvement. Was der Robbie, oder bist du dem Alten so weit verhaftet? Du bist insofern vom Glücke geküsst, weil du eigentlich das meiste, was du anfängst, mit großem Erfolg machst. Den Oscar hast du, du bist, ich glaube, Jahrhundert-Schauspieler oder Jahrtausend, wie haben Sie dich genannt? Jahrtausend-Schauspieler hat man dich genannt. Du hast inszeniert, ich habe es gesehen, am Broadway hast du gespielt. Ja. Und gerade hast du mit großem Erfolg eine Oper inszeniert. Gelingt dir eigentlich alles? Bist du ein Genie oder hast du einfach nur Schwein? Du, erstmal freue ich mich, dass du das alles gesehen hast. Ja. Der Thomas kam nach New York, hat das Urteil von Nürnberg gesehen, dann kam er nach Los Angeles, hat den Lohengrin gesehen. Und dann hat er auch noch einen Film gesehen, über den wir später reden. Nein, Genie bin ich keins, ich bin eigentlich ein ganz einfacher Mensch, aber vielleicht kommt das aus der Familie. Mein Vater war Dichter und er hat mir sehr viel gegeben. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es machen soll, aber ich habe so ein Gedicht da, das ich immer bei mir rumtrage. Das ist Maximilian Schells Terminkalender. Ja. Das ist kein Computer, so merken sich große Männer, ich will das gar nicht hier ins Detail gehen, aber den trägst du immer bei dir, ja? Und das ist der Führerschein noch von 1957. Willst du Foto sehen? Welches? Da ist ein Foto drauf? Ja. Oh, das ist Maximilian Schells Führerschein. Schaut, den hat. Ach, der ein hübscher Bengel, da kann Robbie Williams einparken. Guck mal. Ah? Wow. Ja, ja, ja. Der, hast du nie verloren? Habe ich nie verloren. Schusslich wie du bist und das Gedicht vom Vater. Das habe ich auch nie verloren. Das hat er mir geschrieben, wie ich 5 oder 6 Jahre alt war. Er nennt es, darf ich vorstellen, und ist an mich geschrieben, kleiner Junge, wie ich so Lederhosen anhatte, und es kommt jetzt gleich. Trapperhosen, Tannenzapfen aus der Tasche lugend, Blick schwarz wie Brombeer und ein Lächeln fuchsschlau, zärtlich das Genick. Schmutzig oben, schmutzig unten. Das ganze Männchen nur Arm hoch.
halb zerrissene Sandalen und in jedem Sack ein Loch. Darin 7 Eierschalen, eine Schnur, ein Häufchen Sand, einen Schlüsselbart, 3 Steine, silbriges Papier, ein Band, eine halbe Bachforelle, eingeklebt ins Taschentuch, Rotz als Tuch, mehr, einen Käfer und ein Blatt aus einem Buch, Zifferblätter, eine Angel, Leim und eine Scheibe Speck, eine Feder, 2 Patronen, angeschmiert mit Eierschleck, Heu und reife Stachelbeeren, Brot und aus 3 Kapseln Mohn und ein Riss am Hinterteile, das ist mein geliebter Sohn. Vater Schell hat es dem Junior in die Tasche gesteckt. Und er hat heute einige Jahrzehnte immer noch dabei. Herr Maximilian, die Maria Schell, die hat auch in meiner Karriere eine Rolle gespielt. Ich werde nie vergessen, sie war damals bei Frank Elstner zu Gast und ich habe meine erste Außenwette moderiert. Und da war sie damals in der Sendung gesessen. Und Domingo spielt auch eine Rolle, der heute hätte auch hier sein sollen. Und bei dem wir Lohengrin gemacht haben. Da schließt sich der Kreis. Wie geht's der Maria? Maria, ich weiß, es gibt noch viele Fans von ihr und sie schaut auch heute Abend zu. Sie ist auf der Alm in Kärnten. Ich habe gerade einen Film über sie gemacht und ich habe ihr gesagt, schau zu, wir werden über dich sprechen. Und ich, überall, wo ich hinkomme, und zwar überall in der Welt, ob das in Japan oder in den USA ist, immer wieder werde ich gefragt, wie geht's der Maria? Und dann sagen sie meistens noch, das ist eine fabelhafte Frau. Und es geht ihr gut, nicht ganz so gut vielleicht, wie wir es wünschen, aber sie ist glücklich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben ja... Das ist eine ganz interessante Diskussion, glaube ich. Auch jetzt, was mit Harald Juncker passiert. Maria Schell war eine wunderschöne Frau. Also das ist kein Schmäh. Die war ein Bild von Frau, hat es auch deswegen in Hollywood geschafft, hat mit den ganzen Größen zusammengedreht. Und dann sagt man sich, was ist besser? Die Erinnerung an eine solche Frau so zu belassen, wie man sie im Kopf hat, also als Schönheit. Ebenso wie bei Harald sagt man, man macht keine Fotos von ihm, man erinnert sich an den großen Entertainer, der im Smoking die Treppen runterkommt. Du hast einen Film über Maria gemacht, der dokumentarisch ist und der sie so zeigt, wie sie heute ist. Sagt man als Bruder, das ist die richtige Entscheidung oder möchte man den Fans die Chance lassen, sie so in Erinnerung zu haben, wie man sie am liebsten sah? Es ist nicht nur ein Film über Maria, sondern es ist ein Film über eine Frau. Mich haben Frauen immer interessiert, in meinem ganzen Leben. Und ich fand es wunderschön, eines Tages kam mir der Einfall, jetzt mache ich einen Film über Maria. Und das Schöne ist bei einer Schauspielerin, dass sie Rollen spielt oder Szenen spielt, die auch im Leben einer normalen Frau vorkommen. Und da baue ich, so ähnlich wie in meinem Film Marlene, baue ich den Film so auf, dass gewisse Szenen aus der letzten Brücke oder aus den Brüdern Karamasow die Maria so zeigen oder jede Frau so zeigen, wie sie in der Jugend ist, wie sie tanzt, wie sie lacht, wie sie sich freut, dann geht es hinüber ins Leiden und dann kommt der Kampf ums Überleben. Und das ist vielleicht der schönste Teil des Films, denn ich gebe ihr die Aufgabe, sie muss wieder von unserem Bauernhaus hinüber zur Hütte gehen, wo wir alle entstanden sind, im Schnee, bei jedem Wetter. Und jedes Mal, wenn sie ein Stückchen weiterkommt, kann sie ein Stöckchen einstecken und sagen, da war ich das letzte Mal. Und das spielt sie so fabelhaft im Schnee und mit einer solchen Willenskraft zu überleben und wieder etwas zu werden, dass ich glaube, das war wirklich notwendig, den Film gemacht zu haben. Das sind wir gesehen. Ja, es ist sehr bedrückend, aber wenn man eben nur einen Ausschnitt sieht, wir haben ihn da, wollen wir ihn zeigen? Es ist eine, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist eine... Ich glaube, man kann ihn zeigen. Sie ist natürlich jetzt 76, aber sie ist immer noch eine wunderschöne Frau und ich habe sie gefragt, was für Sie Ihre glücklicheren Momente waren. Jetzt lacht der Herr Geißler, weil wir drüber gesprochen haben. Waren deine besseren Tage? Da ist Maria. Die Verheirateten oder die Unverheirateten? Unverheirateten. Und warum hast du dann geheiratet? Ich gedacht habe, es wird noch schöner. Und beim ersten Mal ist es ja nicht schöner geworden. Nein. Warum dann ein zweites Mal? Und gedacht, diesmal wird es schöner. Das ist blöd. Ja, da denkt eine Frau an ihr Leben, die Fehler gemacht hat, die vieles richtig gemacht hat. Was wir aber wissen ist, dass du dich immer rührend um sie gekümmert hast. Also ein guter Bruder bist du, glaube ich. Ja, ich hoffe. Ja.
bin so, auch ein guter Freund. Und du bist auch ein gut aussehender Mann. Liegt das, dieser Schal fasziniert mich. Du gehst, glaube ich, kaum noch aus dem Schal aus dem Haus, oder? Oder hast du da 20 davon oder ist es der einzige? Ich habe schon noch einen. Also ich habe eigentlich, möchte ich ihn dir schenken. Nein! Doch, er wird dein Leben verändern. Oh, und zwar dieser Schal, erstens einmal ist es wunderschön, wenn man ihn um den Hals hat. Es ist immer warm, besonders jetzt in diesem kalten Wetter. Dann, wenn man so viel reist und immer wieder in anderen Hotels ist, man schlafen will, dann legt man sich so hin, tut den Schal um die Augen, man ist ganz für sich. Ja. Und es ist einfach wunderbar. Hier. Okay. Du bist geadelt. Gut, okay. Durch das den Schal. Oh, guck mal. So Mensch, sind Sie nicht der Chef. Warten Sie auf, die nächste Ansage kommt gleich ganz anders. Hier ist die Wette. Ulrich Gremmelmeier und sein vierköpfiges Team aus Bretten wetten, dass sie in 4 Minuten einen 5 Meter hohen Turm aus einem Quadratmeter Papier bauen können. So ganz anders aufgesagt. Hier ist Ulrich Gremmelmeier. Ulrich, Anna, Jochen ist das. Georg, Stefan, Christian, Ulrich, Thomas. So. Unsere letzte Wette für heute. Und die beiden Herren, ja nicht die beiden Herren, die 5 waren heute schon etwas besorgt, weil sie gesagt haben, wir wollen natürlich jetzt nicht als Bastelbrüder hier vor Weihnachten einmarschieren mit unserem Bastelbogen. Deswegen werden wir die technische Raffinesse dieser Wette auch in den Vordergrund stellen. Dieses also ist ein Stückchen sogenanntes Fotopapier. So. Richtig. Das ist wie groß? Ein Quadratmeter. Ein Quadratmeter. 5 Meter ist schweinehoch, Freunde. Guckt euch bitte diesen Turmbau an. Da oben das Lichtlein glüht in 5 Meter Höhe. Aus diesem Stück Papier einen 5 Meter hohen Turm. Die Idee stammt von wem? Ulrich. Die kommt eigentlich von mir, ja. Ja. Wie kam sie und was hast du, bist du irgendwie Statiker oder bist du Papier? Nee, das war ein Seminar bei uns in der Firma. Und das ging um das Thema Gruppenarbeit. Und dabei ging es im Schwerpunkt bei dieser Übung. Wir bekamen Papier und sollten einen Turm in einer neu zusammengewürfelten Gruppe bauen. Aha. Und hier war der Schwerpunkt, wie kommt es bei der Gruppe schnell, zügig zu einem Fortgang und was ist dann das Ergebnis? Und der Jochen Krauder und ich, ganz außen links, wir haben uns dann im Nachgang überlegt, wie können wir denn daraus eine tolle Wette formulieren, haben den Turm maximiert, die Zeit reduziert und schon sind wir hier. Apropos maximiert, Maximilian, ist es möglich, ja oder nein? Aus diesem Papierchen einen 5 Meter hohen Turm zu basteln. Ja. Der stehen muss, also nicht in eine kleine Stange oder so. Ja. Ist möglich. Du sagst es so. Ein Mann, der noch an andere Männer glaubt, da gibt es nicht mehr so viele. So, das sollte funktionieren, also noch einmal. Die beiden haben hier nicht irgendwo, ich sage mal die beiden, weil ich, aber es sind 5 an der Zahl, zu zweit wäre es nicht zu schaffen, an dem Kurs hier Falten und Gestalten teilgenommen vor Weihnachten. Wir machen keine Weihnachtssterne, sondern das ist Hightech. Hightech. So, also, er hat gesagt, Maxim hat gesagt, es funktioniert, wenn es denn nicht funktioniert. Dann haben wir uns gedacht, nun, der Name Shell steht für eine Schauspieldynastie, er steht aber auch für sowas Profanes wie eine Tankstelle. Maximilian, wenn du versagst, würde ich dich gerne mal als, der hat einen zweiten Schal, der Kerl. Deswegen war er so großzügig. Du stellst dich mit deinem warmen Schal in Dresden an die Tankstelle. Du stellst dich mit deinem warmen Schal in Dresden an die Shell-Tankstelle, wenn du deine Wette verlierst. Nein, ich möchte eigentlich lieber die beiden Brüder Klitschko zu einem Kampf im Ring herausfordern. Ja, du gegen beide, ich gegen oder? Beide. Ja, das glaube ich. Das soll ja eine Strafe sein, nicht? Ja. Ach, bitte, ja, guck mal. Das ist doch mal. Ich glaube, mit der Shell-Tankstelle besser bedient. Jetzt aber zuerst zu unserer Wette. Ihr seid konzentriert, ihr geht bitte in die Ausgangsposition und ich ziehe mich hier zurück. Die Zeit 4 Minuten. 4 Minuten, der Turm 5 Meter. Sie haben keine Hilfsmittel außer dieser Knipsmaschine, so ein, wie heißt das so ein Ding? So ein Tacker, ein Tacker. Ein Tacker. Also mit dem Tacker dürfen Sie arbeiten. 4 Minuten, 5 Meter, ihr sagt mir, wenn ihr soweit seid. Der Turm muss hier liegen, ihr habt die Hände oben und dann stellt man auf. Er muss aus eigener Kraft stehen. Alles klar? Wir sind bereit. Top, die Wette gilt. 4 Minuten für 5 Meter. So, wie wir sehen, wird das Papier in Streifen geschnitten, das war vorauszusehen. Aber wie aus diesen Streifen ein 5 Meter
hoher, stabiler Turm wird, das ist mir noch ein Rätsel. 5 Meter Pappe in 4 Minuten. Wenn man bedenkt, dass die für 5 Meter Autobahn 4 Monate brauchen, ist das eine reife Leistung. Sie haben gesagt, Sie sind, was Störungen betrifft, relativ unanfällig. Die Konzentration wird nicht gebremst und ihr habt noch gute 3 Minuten. Das ist nicht viel. Aber der Turm muss stehen bleiben. Ich habe schon in 7 Stunden IKEA-Regale aufgebaut, die nur 2 Sekunden stehen geblieben sind. Ja. Modell Röhrström und ich habe es nicht mal billiger bekommen. Zwei Minuten und 40 Sekunden. 5 Meter. So. Sieht gut aus. So, schön warm dein Schal, Maximilian, mein lieber Mann. Hier einfach so. Ich bin basteln. Danke. Zwei Minuten. Gute 2 Minuten. Jetzt sehen wir schon, wie das Prinzip funktioniert. Es ist eine Art von, naja, so Ölbohrturm mit Verstrebungen. Jetzt sind es keine 2 Minuten mehr. Eins. 30. Bleiben euch um den Turm fertig zu knipsen. Ich finde es trotzdem, auch wenn es hat nichts mit weiblicher Bastelfreude zu tun, aber wenn einfach Männer im Team arbeiten, dieser doch etwas rührenden und ungefährlichen Zeitbeschäftigung. Sie sind, sagen Sie alle, durchaus in der Lage, auch andere Dinge zu machen. Also mit einem Colt in der Hand können Sie auch umgehen. Aber noch 50 Sekunden für Ihren Turm. Noch 40 Sekunden. Jetzt werden die Einzelteile zusammengefügt. Es könnte funktionieren. Jetzt treibt Dresden an. Eine halbe Minute. 25 Sekunden. 20 Sekunden. 15 Sekunden. Und Dresden klatscht durch. 10, 9, 8, 7, 6, okay, 5 Sekunden Bonus aufstellen, dann packen wir das gleich. So, es ist in der Zeit gelungen, den Turm zu bauen. Jetzt ist die Frage, bleibt er stehen? Jeder von uns hat sie sich schon einmal gestellt, heute ist sie ganz wichtig. Jetzt runter. Ja. Jetzt langsam. Ja. Wie ein Symbol. Aber bitte! Er ist so warm! 4 Minuten. Glückwunsch. Danke. Ein Triumph. Ruhig, entspannt. Herzlichen Dank. Glückwunsch zur gewonnenen Wette. Und damit stehen unsere Kandidaten für den Wettkönig fest. Sie zu Hause haben, wie gesagt, die Chance mitzumachen und zu tippen. Und natürlich, was noch viel, viel wichtiger ist, sind Sie entscheidend dafür, wie die nächsten Wetten aussehen. Wir haben immer wieder tolle Angebote. Ich weiß nicht, warum diese Wette nicht heute stattfindet. Ich finde sie klasse. So was kriegen wir. Es ist echt ein Brief.
Paul und Christoph Hoffmann wetten, dass es ihnen möglich ist, mit 2000 Kaninchen im passenden Geschirr einen Trabi über eine Distanz von 20 Metern schleppen zu lassen. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, wahrscheinlich an den Kaninchen. Es ist nicht so schwer, mit einem Trabi über 20 Kaninchen zu fahren, aber umgekehrt. Und klar. Ja. Nein, 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 bitte. Ich kann nicht unterbrechen, ja. Aber ich hoffe, ich bin nicht zu frech. Weil alle Gäste haben heute gewettet. Richtig? Ihr habt ja Glück gehabt. Du bist kein Gast heute Abend, aber ich glaube, alle sind ins Risiko gegangen. Du hast das noch niemals gemacht. Wenn ich meine Wette verliere am Ende der Sendung, muss ich was leisten. Ich möchte dich fragen, ja, was willst du denn machen, wenn du die Stadtwette verlieren wirst? Ich hoffe, ich verliere sie nicht, aber. Aber wenn? Ja, hast du eine Idee? Ja, also wir haben gerade unterhalten, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Es war gerade um Boxen gegangen. Ja. Und dass du dann am nächsten Kampf bei ZDF von mir oder von Vitali als Ringsprecher bist. Dieses and here, Rambo! Ja. So was, ja. Oh, okay. Vladimir! Bist du einverstanden? Vitali! Okay, okay. Wette? Eingeschlagen. Top, die Wette gilt. Wenn ich meine Wette heute verliere, wenn ich Dresden nicht zum Leuchten bringe, mache ich Ringsprecher bei Ihrem nächsten Boxkampf. So, unseren Brief haben wir vorgelesen. Und jetzt kommen die Adressen. Hier können Sie also Ihre Wettideen einschicken. ZDF wetten das, 55 dreimal die 1 Mainz, das kennen Sie bereits auswendig. ORF-Zentrum wetten das, 1136 Wien, da wird gern das Fragezeichen vergessen. SFDRS wetten das, Fragezeichen Postfach 8052 Zürich. Und natürlich unsere www.wettendas.de oder wettendas@t-online.de. Bitte Ihre Wettangebote. Ohne Ihre Wetten ist diese Sendung nicht möglich. So, jetzt eine Sendung. Ja, Johannes, grüß dich. Morgen Abend im ZDF. Menschen 2001, vorgeführt von Johannes. Mhm. Also wir haben eine ganze Reihe von Gästen hier, interessante Gäste. Ist klar, dass ein Thema in unserer Menschensendung morgen Abend um 21:45 natürlich der 11. September ist. Wir haben den Mann zu Gast, der an diesem Tag eine wirklich großartige Rettungstat vollbracht hat. Stellen Sie sich mal vor, folgende Situation. Michael Benfanti, so heißt er, der befindet sich im 81. Stock des World Trade Centers, als ein Flugzeug 4 Stockwerke direkt über ihm in den Turm einschlägt. Er rennt sofort runter natürlich, aber ab dem 68. Stock ist er nicht mehr allein, denn gemeinsam mit einem Kollegen trägt er eine Rollstuhlfahrerin Stockwerk für Stockwerk runter, rettet ihr das Leben und bringt sie in Sicherheit. Michael Benfanti aus New York, der ist morgen Abend hier zu Gast. Dann einer, auf den ich mich auch sehr freue, Kardinal Lehmann, Gottes bester Manager, der ist in diesem Jahr Kardinal geworden, wollen ihn mal von der menschlichen Seite zeigen. Noch ein reizendes Gotteskind hier, Verona Feldbusch. Viele haben mich gefragt nach der Sendung mit den Tränen, ob die echt waren. Frage reiche ich morgen Abend natürlich weiter. Und bestimmt wissen wir am Ende der Sendung dann auch, wie es Ulla Kock am Brink im Augenblick geht. Sie erzählt uns, wie sie es ausgehalten hat in den Schlagzeilen 2001. Das alles um 21:45 morgen Abend im ZDF. Ich bin beruhigt, Johannes. Da kommt es auf mich nicht mehr an. Ich hatte kurzfristig den mutigen Entschluss gefasst und du hast mir ja darum gebeten, noch einmal What Happened to Rock'n'Roll zu singen. Aber ich glaube, das ist der vergessenste Hit des Jahres. Als solchen hättest du ihn wahrscheinlich präsentieren müssen. Und ich habe am Mittwoch wieder Sendung, ich habe heute, und du siehst, wie erschöpft ich bin. Maximilian Schaal wird mein Leben verändern. Ich bin kein Rock'n'Roller mehr, ich bin ein Philosoph. Nein, Herr Thomas, das ist völlig in Ordnung. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, wir haben heute Abend Probe gehabt und wir haben die immer wieder unterbrochen, weil wir reingeguckt haben bei dir. Das habt ihr sehr gut gemacht in Dresden, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und nun machen wir morgen unsere Sendung um 21:45, du wieder am Mittwoch. Und ich glaube, das ist schon in Ordnung. Danke dir, Johannes B. Kerner, morgen Menschen. Und heute die Frage, wer wird unser Wettkönig? Hier noch einmal alle Kandidaten und Sie zu Hause. Tippen, wenn Sie wollen, den richtigen Kandidaten, dann machen Sie ihm eine Freude oder wer auch immer gewinnt, denn 50.000 Mark gehen sowohl an den Gewinner als auch unseren Wettkönig. Die freuen sich aber auch, wenn Sie Wettkönig ohne Zusatzkohle werden. Wolf Barke, Billard 0137, 10, 440, 11. Hier im Supermarkt, Superleistung von Thilo Langnese, die Nummer 0137, 10, 440, 12. Die Schokolinsen, Karl-Heinz Hohenwarter, der Smarty-Man, 0137, 10, 440, 13. Und unsere Turmbauer, Ulrich Gremmelmeier, 0137,
010 440 14 aus Österreich und der Schweiz. Wählen Sie bitte die 0049 vor und wir warten darauf, wer wird Bettkönig. Jetzt ein Anruf und nachdem wir mit unseren Gebührengeldern ja sehr vorsichtig umgehen, haben uns die freundlichen Kollegen von RWE unseren Geldkoffer bis zum Rande gefüllt mit 50.000 Euro und 100.000 Mark. Die kann sich ein Zuschauerkandidat mit dem Bettkönig teilen. Der Zuschauerkandidat ist am Telefon. Wer ist bitte dran? Hallo, hier ist Tanja Reichert. Tanja, guten Abend. Von wo rufen Sie uns an? Aus Schwarzenbek. Gut. Ich erinnere Sie noch einmal, dass die Kinderwette wie immer außer Konkurrenz ist und Sie sollen mir nicht sagen, welche Wette Ihnen am besten gefallen hat, sondern von welcher Wette Sie glauben, dass Sie heute Abend zur Wettkönigswette wird. Natürlich kann das auch das Gleiche sein, aber jetzt bitte Ihren Vorschlag. Wettkönig wird, glauben Sie? Im Supermarkt. Der Supermarkt, der Mann, der alle Lebensmittel bzw. alles, was er in seinem Laden hatte, unterscheiden konnte, ohne es zu sehen. Die Supermarktwette wird also auf den Wettkönigstand getippt und wir sehen, ob Sie recht haben. Bleiben Sie dran, okay? Ja. So, gut. Hier übrigens noch einmal, ich habe es vorher nicht so richtig gezeigt, unsere schöne Wetten, das LP mit den Love Songs, die ist jetzt erhältlich. Auch wenn meine Kandidatin zu Hause sich vertippt haben sollte, kriegt sie auf jeden Fall diese CD mit der Originalunterschrift von Elton John. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Superwette heute aus dem Supermarkt kommt. Falls sich nun auf das fällige Weihnachtslied freuen, muss ich Sie enttäuschen. Ich bin nicht überzeugt, Sie haben heute schon 30 Mal Last Christmas von George Michael im Radio gehört, 20 Mal Jingle Bells in der Fußgängerzone und 10 Mal White Christmas im Aufzug. Das muss reichen. Es gibt auch spirituelle Musik, die ihre Unschuld behalten hat und trotzdem voller Power ist. Hier sind Queen, Esther Marrow und die Harlem Gospel Singers.
Southern Gospel Singers in Three Mellow. Oh, happy day. Thank you. Wir sehen uns gleich nochmal zu unserem großen Finale. Jetzt aber die entscheidende Frage. Hat Dresden es geschafft, die Frauenkirche mehrere Jahre bevor sie fertig ist, bereits zum Leuchten zu bringen? Und natürlich die Schaltung raus zu Gunther Emmerlich. Gunther, jetzt wollen wir das Ergebnis haben. Bitte, du bist dran. Dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Da haben wir damals den Fidelio gesehen. Und jetzt siehst du den Vollzug. Den Vollzug der Wette. Pass auf. 80 Meter hoch ist der Kran. Jetzt schwenkt er auf das Logo der Frauenkirche. Ich möchte dieses wunderschöne Bild dazu benutzen, Danke zu sagen. Danke, Dresden! Haben, dass dieses herrliche Bauwerk wieder entstehen kann. Ich weiß. Ich höre das auch im ZDF durch viele Initiativen. Danke, danke, danke. Du kannst schon mal üben. Vitali Klitschko. Ich nehme bei dir Sprachunterricht. Und ich bedanke mich, ich weiß, es ist ein Haufen Arbeit, bei diesem kalten Wetter mit den Kerzen Wetten das sausen zu lassen. Und hier dieses, aber ich glaube, dieses Schlussbild ist es wert. Und wir werden das heute am Ende der Sendung noch einmal sehen. Klasse, also ich gebe mich wirklich geschlagen. Die Frauenkirche war zu erkennen. Die Frage ist jetzt, wer ist Wettkönig? Da sind jetzt die entscheidenden Zahlen. Aha, oh, das sieht relativ eindeutig aus. Unsere Zuschauerkandidatin tippte auf den Supermarkt. So, Billard. Supermarkt, also leider nichts mit unserer Kandidatin. Aber nach wie vor eine starke Wette. Und der Smarty Man kommt zu mir, ist der Wettkönig des heutigen Abends. 40% unserer Zuschauer sind der Meinung, ihr wart es, es gibt keine andere Möglichkeit. Glückwunsch nach Kärnten. Klasse. So, bitte schön, setzt euch hin. Und das große Finale, hoppala, jetzt singt er ab mit den heiligen drei Königen. Ist das ein schönes Bild. Mit Kamel, Heinz Hönig als Mohr, selber im Musikgeschäft. CD mit der Familie gemacht, kann man ihn nur ans Herz legen. Du siehst selbst mit Bart schön aus. Ein großer König und die Krippentiere. Und bitte alle zum großen Schlussbild jetzt zu uns. Unterstützt von den Harlem Gospel Singers. Wir sehen uns wieder. Hübsch siehst du. Selbst mit Bart muss man nicht üben. Also, am 26.01. sehen wir uns wieder. Das war's für heute Abend. Ich bedanke mich. Zum Schluss gibt es nochmal Queen Esther Marrow und die Harlem Gospel Singers mit Heal the World. 26.01.2002, Wetten das. Danke an die Heiligen Drei Könige bzw. an die Semmelings. Danke an meine Boxer. Danke an Maximilian. Und bitte noch einmal das schöne Bild der Frauenkirche. Ich sage gute Nacht. Auf Wiedersehen. Heal the World. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Servus. In your heart, and I know that it is love. This place could be much brighter than tomorrow. If you really try, you find there's no need. Ways to get there. If you care enough for the living, make a better place. Make a better place. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are
people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it always has for joyful giving. But if we try, then we shall see. Then if this bliss we cannot feel, fear or dread, stop existing and start living. Oh. And it feels like always love enough for us growing to make a better world. The world crucify its soul. It's a plain to see, and it's heavenly. By God's grace, we can fly oh so high. Let our spirit never die. Oh, my heart, I know you are all my brother. The world with no fears, together we cry happy tears. We'll see the nation turn their swords into plowshares. We can really get there if we care enough for the living. Make a better place. Make a better place. Please. Make a better place. In the world. In the world. Make it a better place. Make a better place for you and for me. Das geht weiter, jetzt im Internet. Sehen Sie die Weltpremiere des neuen Videos von Elton John und ersteigern Sie den Bass von Paul McCartney bei wettendas.de. Oder schicken Sie eine E-Mail an wettendas@t-online.de.